Wie gewünscht, nimm das Gespräch für dich auf. Ja, hast jetzt auch ein bisschen Zeit, ja? Ich habe immer Zeit. Immer Zeit, ja. Ja, wir sind im Moment gebeutelt, ne? Von deinem Urgur, von unserem Urgur. Das ist, wie man sich's ausdenkt. Ja. Es bleiben Gedanken. Es reduziert sich herunter auf die eine Kleinigkeit, dass man sich jeden Moment bewusst macht, was ist jetzt eigentlich da. Ja. Wiederholt sich Wie immer, ne? gesagt, da nützt dir Wissen nichts. Da nützt dir Wissen überhaupt nichts. Du prügelst nur auf dich selbst ein. Ja. Du wirst dann merken, das Ego schürt sich gegenseitig dann noch hoch in so einer einseitigen Rechthaberei, weil man Feindbilder postuliert. Und ich sage immer wieder, das sind die wilden Tiere, die nach der Hand beißen, die ihnen helfen wollen. Ja, am besten nicht drauf reagieren. Versuch nicht, ein Kind zu wecken, das noch nicht ausgeschlafen ist. Stimmt. Es gibt also nichts Törichteres, als wenn du einen Dummkopf versuchst zu erklären, dass er Dummkopf ist. Es ist Naja, bin ich ja ungefähr selber so, dann. wie wenn du versuchst, einem ausgedachten Ding, einem Computer zu erklären, dass er geistloser Computer, dass er einfach nur ein Haufen Materie ist. Genauso ist es, wenn du einen Trockennasenaffen bei eigener Definition versuchst zu erklären, dass er ein Affe ist. Ja. Das geht nicht. Du kannst nur mit Geist kommunizieren. Ja. Das sind ganz Ich habe noch einen einfache Honig für Sätze. dich, den wollte ich dir mal vorbeibringen. Was hast du für mich? Ein Honig. Oh, Ein Glas Honig. das ist ganz lieb, Irene, aber bitte nicht. Du kannst bei mir Honig abholen. Ich habe so viel Jetzt Honig. bist du weg. Ja, Bitte? hast du Honig genug? Ach, Hast ohne du Ende. Honig genug? Ich habe Honig genug. Das ist Okay. übrigens auf Türkisch, weil wir gerade bei unseren Ugur sind. Das Ja. ist auf Türkisch heißt es Bal. Ja, Beal, in Gott. genau. Hast du mal geschrieben, In ne? Gott. Ich habe Von so viel ja. Honig in mir, das kannst du dir gar nicht vorstellen, in Gott. Milch und Honig fließt ja. Weißt du, die Sache ist immer wieder, wenn man sich jetzt rechtfertigt, dass man sagt, das versteht man nicht. Es sollte dir klar sein, dass in dem Moment, wo du was nicht verstehst, wenn ich jetzt zum Beispiel auffächer, Ja. du kannst auch ein Kind, das noch nicht lesen und schreiben gelernt hat, erklären, wie Sprache funktioniert. Er wird es erst, dieses Kind ist, wird es erst verstehen, wenn es gelernt hat. Ja. Und jetzt ist es, dass ich gerade diese einseitigen Rechthaber unheimlich gescheit vorkomme. In ihrer einseitigen Meinung. Ob das religiöse Rechthaber sind, ob das politische Rechthaber sind, es sind vollkommen geistlose Figuren, die demonstrieren dir, Demonstro, kannst dir mal nachschauen, was das Monster heißt, Demonstro, Monster. die demonstrieren dir als Antagonisten in deinem Traum, was Geistlosigkeit ist. Geistlosigkeit ist immer verbunden mit einseitiger Rechthaberei, mit Hass, mit Feindbildern. Und jetzt kommt das Schöne, wenn du hinter die Masken schaust. Dass gerade die Gutmenschen, jetzt hast du in deinem Umfeld, jetzt gezielt spiele ich dir Geist Folgendes ein: Menschen um dich herum, die eine Einseitigkeit intronisieren wollen, indem sie jegliche Form von Hass und schlechten Meinungen bekämpfen, weil sie die Guten sind. Und das ist die absolute Selbstentheiligung. In Ja, aber einer es ist mein Spiegelbild. Selbstbeobachtung wird dir nämlich bewusst werden, dass immer zu dieser Seite des Gutseinwollens oder zu glauben, dass man der Gute ist und das Böse bekämpft, ob jetzt das die Sprachpolizei ist, ob in kleinsten Äußerungen, mir fällt jetzt zur Zeit aktuell ein, es gibt ja wieder hier das Sommerhaus der Stars, muss man jetzt nicht anschauen, wie gesagt, jeder hat seine eigene Welt, aber ich erwähne das bloß, wenn du das jetzt recherchierst, ist ja auch ganz groß in der Bildzeitung aktuell, wenn wir das einmal nehmen, beillet immer, das Bild ist im Kind. Natürlich nur, du hast deine eigene Traumwelt, dass die ja so entsetzt waren, weil er was gegen Homosexuelle gesagt hat. Und er hat sich dann bei dem sogar noch entschuldigt, dass er das die in sich erkennt, dass er sagt, ich war betrunken und ich weiß, wenn ich betrunken bin, dann geht es mit mir durch. Und er hat sich dann bei dem Homosexuellen, bei der Transe entschuldigt. Und er sagt ganz definitiv, aber ich darf doch wohl meine Meinung vertreten. Ich habe Freunde, die sind schwul, aber ich empfinde es als absolut widerlich, wenn ich jetzt mit einem Kerl was machen müsste. Es ist eine einseitige Meinung, die er äußert, die er in diesem Kontext, genau in dem Kontext, hat er sich sogar entschuldigt. Aber es bleibt doch, da muss ich dir sagen, dann bin ich wieder Prinz Anhalt, weil ich das genauso empfinde. Ich Ja, bin kann in man ja meiner nichts dafür, da wäre ja unehrlich zu Meiner sagen, ne? Programmierung bin ich hundertprozentig hetero Ja. und für mich schüttelt es nur ab, wenn ich sehe, dass sich zwei Männer küssen. Ja, das Aber hatte ich die andere auch. Seite ist, dass ich sage, nicht so, niemand kann sich raussuchen, dass er so ist, wie er wach wird morgens. Du Ja. suchst dir dein Programm nicht raus. Und ich weise immer wieder darauf hin, jetzt
in meiner Welt 20 Jahre, wo ich Geschäftsmann war, mein Prokurist, meine rechte Hand, der ist hochgradig schwul gewesen. Ja. Und das eine hat auch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Es ist eine Selbsterkenntnis, welche Seite ich positiv sehe. Ich sage immer wieder, beobachte dich selbst. Du musst dein Wertesystem durchschauen. Ja. Aber es geht nicht darum, dass du irgendjemanden oder etwas, was in dir auftaucht, folgt, dass es so ist, wie es von dir geträumt wird. Ja, und du klar, darfst dir, 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 dir in dieser Kombination, ich, träumender Geist, du darfst dir selbst nicht vorwerfen, dass du das träumst, weil du kannst dir das nicht raussuchen. Und dann beginnt erst die Liebe. Und dann wird dir bewusst, wie unendlich lieblos einseitig rechthaberische Menschen sind. Und jetzt ist immer wieder das Schöne, meine Gerechtigkeit besteht darin, dass Gedanken von dir, die du träumst, die ganze Menschheit, kein Tier kann leiden oder was empfinden, es sind einfach nur Figuren in einem Traum. Projektion. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt und der empfindet all seine Wertungen volle Breitseite. Und die Rechtfertigung, da komme ich nicht mit, wenn hier jetzt ein aufgespannte Rationalität, die extrem minimal ist, in einem Säuglingalter noch ist, der ständig sagt, was ist das für ein Blödsinn, was der bringt, der sollte es so erzählen, dass ich das verstehe. Dann versuch doch einmal einen Säugling, der in seiner eigenen Kacke, in seinen eigenen Exkrementen drin liegt, das ist seine Umfeld, versuch doch den einmal zu erklären, was 5 von 5 ist. Wenn er noch nicht einmal reden kann. Darum sage ich immer wieder, jedes Leben ist eine Phase in einer gewissen Reifestufe. Und das, was jetzt hochintellektuelle Menschen sind, das sind absolut geistige Hosenscheißer, weil die von Geist nichts wissen, die dir erklären, dass in Jahren von Milliarden irgendwann einmal Materie sich so organisiert hat, dass das ein Gehirn geworden ist und dann ist Bewusstsein entstanden. Das ist jeden, wenn du mal wirklich als Geist es dir anhörst, was die von sich sappern. Hat jetzt der Redo so was Schönes reingestellt, wie ein Professor in Physik, wo er erzählt, was Atome sind mit den Kügelchen, mit den Protonen und den Elektronen. Es ist doch ein reines Rezipieren von Schwamminhalt. Und der ist komplett austauschbar. Das Schwammbeispiel, diese kleinen Beispiele sind so kindgerecht, dass jeder 13-Jährige jetzt ausgedacht hinter der Maske, hinter seinem Intellekt, den Geistesfunk hat, wenn er die Gedankengänge mitgibt, dass der das verstehen kann. Da geht es nicht um Wissen. Ich kann immer nur wiederholen, Bewusstsein ist das, was ein Leben erlebt. Und die Sachen, die du erlebst, sind ein Kommen und Gehen von Gedankenwellen, von Informationen. Da gibt es nichts zu retten und da gibt es nichts zum Festhalten. Das ist das, was das ist ein vollkommen neues Denken. Und darum betone ich auch immer wieder, versuch das bitte nicht, irgendeinen Gedanken, sprich irgendeinen Menschen, der in dir in Erscheinung tritt, zu erklären. Nein, kann ich ja selber nicht erklären. Das war jetzt eine einseitige Aussage. Es gibt natürlich dann immer wieder die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und da kann ich definitiv sagen, das sind die Personen, die in dir auftauchen, diese Masken, die in dir auftauchen, in denen wirklich ein Geist, ein Hauch von Geist steckt. Das merkt sich nicht durch rezitiertes Wissen, durch geistlos rezitiertes Wissen, sondern es zeigt sich durch Neugier auf all das, was ich Feinde nenne, was dir böse, schlecht, gefährlich, unlogisch erscheint. Liebe deine Feinde, das sind genau die Wissenselemente, die du noch nicht kennst. Und solange du dich noch über Gedanken aufregst, das hörte das letzte Selbstgespräch und ich sage, ich werde dir Sachen einspielen, da kann auch die Urs dazu. UR sind ja nur aufgespannte Berechnungen. Ja. Von den UG, rot geschrieben, von dem verbundenen Geist. Ich verweise übrigens diesbezüglich, was den Ugo anbelangt, auf die rote Hälfte von UG. Es gibt also hier in der hinduistischen, wir denken uns jetzt einmal in Indien aus, eine indische Lehre aus und da gibt es also viele Schriften von einem Krishnamurti. Und es gibt zwei Krishnamurtis. Einen Jiddu Krishnamurti, großer Weisheitslehrer, und einen relativ unbekannten UG Krishnamurti. Und die waren sehr verfeindet in dieser Geschichte. Und du kannst dir raussuchen auf den Ohrenbarung, auf der Ohrenbarungsseite müsst eigentlich, weiß ich nicht, ob es reingestellt ist, also auf der alten ist mit Sicherheit mit drin, gibt es hier überarbeitete Schriften von UG Krishnamurti, die ich UB nochmal. Die Originalschriften jetzt aus das Internet heraus von UG,
UG Krishnamurti habe ich als UB, und UG heißt ja verbundener Geist und UB ist verbundene Weisheit, habe ich das eingefärbt, und dann wirst du feststellen, dass alles, was diese UG sagt, das Wissen von einem Jiddu Krishnamurti nochmal im Welten überragt. Es ist die komplette Zerstörung der Welt. Da geht es nicht um Krishna. Das sind so viele Sachen. Das ganze Werk von Holofeeling, auch die alten, ich schmunzle immer, wenn ich was sehe, wenn jetzt hier manche Geistesfunken jetzt aktuell was reinstellen, sie meinten, sie hätten was entdeckt, und ich schmunzle dann und sage, wenn du jetzt einfach dir die alten Almener-Vorträge vor 20 Jahren anhörst, was du feststellen, auch zu dem Zeitpunkt, da gibt es dann nachträglich Updates, wo also das hier genau erklärt wird, was dir jetzt langsam kommt. Ich fange ja von unten nach oben an, ne, zu lesen. Das ist Zeit hast du ewig, darum geht es gar nicht. Du hast keinen Einfluss drauf. Es gilt dasselbe wie beim Speisekartenbeispiel, wo ich wirklich so Kleinigkeiten, wenn du in einer Selbstbeobachtung bist, und ich kann die nicht immer wiederholen, das Speisekartenbeispiel ist wirklich sehr tief. Wenn ich mich als Geist beobachte, werde ich erkennen, dass ich mir nichts heraussuche. Da habe ich nicht nur mein Speisekartenbeispiel, dass ich schaue, warum bestelle ich mir eigentlich das. Auch Filme, die man... Jetzt nicht nochmal, die Lösung ist sehr einfach. Da gibt es so viele Kleinigkeiten. Oder mein schönes Beispiel, wenn ich sage, setz dich hin und schließe die Augen jetzt als Brösel und dann beobachte diesen Brösel, schau, was in deinem Kopf los ist. Wenn du 30 Wörter dir denkst und dann dementsprechend kurz für 2, 3 das bildlich vorstellst. Und wenn du wirklich nur schaust, wirst du feststellen, du kannst dir gar nicht raussuchen, was das nächste ist. Aber der Alphabetum, der kommt immer. Das ist, ja, aber unabhängig davon, du kannst da spielen mit dir und dann kommst du auch in den Bereich der Kollektionen. Da bin ich auch genauer drauf eingegangen. Das sind Sachen, die sind hundertprozentig sicher. Alles, was ich dir sage, ist hundertprozentig sicher. Und wenn du neugierig bist, wirst du das überprüfen und dann nickst du nur. Ich war schon mit so vielen Physikern zusammen hier. Ich war so ein schönes Gespräch einmal am Bodensee, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das waren 5, 6 Stunden und da habe ich ganz speziell mit einem Physiker gesprochen, der auch immer, wir Physiker wissen ja, übrigens von der Liliane, der Mann, der Wolfgang. Ja. Ist ein ganzer Lieber, aber der ist so, das musst du irgendwann akzeptieren, das ist ein reines Programm, du wirst es akzeptieren. Das ist schon klar. Und da war dann der Ingenieur noch mit am Tisch gesessen und der war nur still da gesessen, der war das erste Mal mit dabei und der sagt dann hier nach 4, 5 Stunden, wo er zugehört hat, kommt er zu mir und dann sagt er zu mir, zum Brösel, auf Brösel-Ebene, sagt er, Udo, es ist ganz irre, was du Sachen, die du behauptest, die drehen dann wirklich den Magen rum. Aber ich habe aufmerksam zugehört und nahezu bei jedem Satz, wo du hier mit dem Wolfgang gesprochen hast, habe ich innerlich gesagt, der hat eigentlich recht. Ja. Das stimmt eigentlich, was der sagt. Und dann kommen die Argumentationen von dem Wolfgang, wir Physiker wissen ja, und mir ist wirklich bewusst worden, ich habe vorher das Beispiel gebracht mit dem Rezidieren, mit dem Schwamminhalt erklärt, dass der wirklich nur 1:1 einprogrammiertes in Elternhaus Schule und jetzt in Physik im Studium einprogrammiertes Wissen rezitiert, das Vorstellungen aufbaut in einem, was ein Atom ist, was ein heliozentrisches Weltbild ist, das man genau genommen überhaupt nicht, Wassermoleküle, was man überhaupt nicht entdecken kann. Das heißt, im Anfang ist zuerst ein Wissen. Wo kommt das Wissen her? Immer aus dir. Weißt du wirst merken, dass das plötzlich nichts mit diesen Axiomen der Naturwissenschaft und der Religion und der die Axiome der Esoterik. Das sind so viele, die letzten 25 jetzt ausgedachten, als Ordner, als ein Ordner, eine Zeitspanne, Jahre, zeitlang, wo es Thema war mit Lichtnahrung, wo die Helene so, hat ja der Toni alles ausprobiert. Und ich sage, du kannst es wirklich ohne weiteres machen und dann gibt es dann Filme drüber und dann weißt du, wie du hin und her gerissen bist. Dass du auf der anderen Seite dagegen bist, dann kommen wieder Argumente, die dich dann doch wieder irgendwie beeindrucken und du sollst es nur beobachten. Es geht nicht um das Wissen. Auch immer, ich hatte jetzt ein Gespräch mit dem Holger vom letzten Selbstgespräch, weil der schreibt ja komplett auf. Was ich übrigens anrate, wenn einer wirklich neu anfängt, weil das ist ja beim Reden immer relativ schnell. Du kannst das Video laufen lassen und dann die Textdatei aufmachen. Ja. Willst du nehmen das letzte Selbstgespräch, da ist die Mitschrift, sind fast 200 Seiten. Ja. Wo der Holger geschrieben hat und dann machst du das Video auf, er bessert das dann im Ding noch ein bisschen nach. Ah, das ist eine gute der Idee, hat ja genau bei Minute und Sekunde. Das ist natürlich Arbeit, das ist Lernen. Ja. Wenn du faul bist und meinst, du hast Besseres zu tun, die Zeit, wo ein Ugo, den ich mir jetzt ausdenke, wohlgemerkt, ich werfe an Ugo, den ich mir jetzt denke, der ist ja nur ein Gedanke in uns. Ja. Auch in dem UG, wenn du jetzt der Ur bist,
du hast in dir verbundenen, einen verbundenen Geist in dir drin. Das sind ja Selbstgespräche. Ich rede jetzt mit diesem verbundenen Geist, nämlich mit uns. Ja. Ich erkläre es uns. Uns ja. sind wir, und das ist eigentlich nur einer, dieses E Quadrat R oder E Quadrat N, oder es ist E Quadrat S, dieses eine Bewusstsein, die Bewusstseinswelle Rot, J-C-H. Ja. Das muss man verstanden haben. Und die Zeit, wo du dich rumärgerst und Blödsinn machst und nur Scheißdreck schreibst, wir denken uns den ja jetzt aus, der ist ja nicht, wenn wir nicht denken. Dass du Leute zumüllst, wo du den letzten Chat zerstört hast und dann aufbaust, über wo du die alle batcherst, die Namen, die du im Internet findest, die im Ding sind, in den Chat mit reinstellst. Dich reitet der Teufel. Was bezweckst du damit? Wenn du dich hinsetzen würdest und du würdest neugierig sein und du würdest das machen, was ich dir sage, dass du plötzlich verstehen willst, was du bist, wie du funktionierst, dann kommst du aus deinem ewigen Albtraum raus. Und der Name ist jetzt austauschbar. Der Ur, das Türkisch ja korrekt ausspricht, ist eine aufgespannte Berechnung. Und du kannst jetzt jeden Namen reinsetzen, egal auch den, der du jetzt zu sein glaubst. Naja, wenn ich Irene nehme, dann kann ich dann das auch... Darum geht es gar nicht. Du musst, ich sage immer wieder, ich betone, es geht überhaupt nicht darum, dass du aufhängen musst. Sondern es geht darum, dass du zuerst einmal die Gedanken machst, was du bist. Ich erkläre dir, was du bist, rot geschrieben. Du bist das Einzige, was immer ist. Der, der uns zwei, uns drei jetzt ausdenkt, die Irene, den Udo und sich selbst. Ja. Da muss ja einer sein, der sich die ausdenkt. Ja. Und er ist was anderes wie irgendein Gedanke von sich. Ja. Das, bevor du das nicht immer wieder dich in diesen Zustand, in diese Bewusstheit zurückholst. Ja. Und ich betone nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Ein Gedanke muss nicht leiden. Über den Ur mache ich mir keine Gedanken, über die Irene mache ich mir keine Gedanken und über den, der jetzt vom Computer sitzt, mache ich mir auch keine Gedanken. Der ist schon wieder weg, wenn du ihn nicht mehr denkst. Ich weiß, solange du ständig vergleichst mit deinem jetzigen Schwamminhalt, mit deinem Intellekt, wird alles in dir aufschreien. Das ist die Geschichte vom Ersten und vom Zweiten. Aber ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und dir muss eins klar sein, ein Körper, der nicht gedacht wird, ist heil. Das heißt, am Körper, den du jetzt denkst, geht es am besten, wenn du nicht an ihn denkst. Ja, genau. Es gibt für jedes Tier, das du dir ausdenkst, für jeden Menschen normal gesprochen, den du dir ausdenkst. Alles ist in dieser Heiligkeit. Und sobald du dir was ausdenkst, beginnt es zu existieren. Ihr könnt jetzt auch zu sagen, zu existingen oder zu existieren. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Existere heißt ja heraustreten, aus- und auftauchen. Das heißt, sobald du an irgendetwas, eine augenblickliche Erscheinung, ist, was ist die? Es ist aus der Heiligkeit raus. Ja. Und dann beginnt irgendetwas in dem Augenblick in dir zu existieren oder Dinge oder Sachen oder existieren. Ja, ich sag ja. Bist du jetzt dabei? Dann tritt ein Ding, eine Sache oder irgendein Tier, ein Lebewesen aus dir heraus. Ja. Das und ist dann, wenn ich das überdenken will, dann existiert das umso mehr, weil ich das ja dann nicht denken will. Das kommt die Sache der Illusion. Ja. Und ich sage immer wieder, es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist erst einmal, es ist, was es ist, sagt die Liebe. Das ist, was es ist. Es ist zuerst einmal das, was jetzt ist. Ist nur. Das kannst du sofort dir bewusst machen. Und jetzt haben wir zwei Hälften. Ich betone das immer wieder, das ist so simpel. Wieso muss ich das tausende Mal über 10 Jahre selbst bei den alten Hasen wiederholen? Ja. Es ist, du kannst dir jetzt als Geist, wenn du dein Leben, dich selbst, Mensch, Person beobachtest, in dich reinschaust, ständig, ohne zu werden, wirst du zuerst feststellen, du hast zwei Orten von Informationen. Einmal, was ich feinstofflich nenne, das ist ganz, ganz bewusst, was ein bloßer Gedanke ist. Ja. Eine Information, eine Form in dir, die eigentlich gar keine Form ist, da komme ich gleich drauf. Ja. Und du kannst eine sinnlich wahrgenommene Information vorliegen haben. Ist auch eine Information. Es ist genauso eine Information. Ja. Bloß, da haben wir, ich sage immer noch dazu, die 4 Stufen der Vergessenheit, aber das lassen wir mal stehen. Ja. Und jetzt ist es ganz, ganz interessantes Thema. Und jetzt mache ich wieder zu den Anfang. Ich habe ihn Holger angesprochen, weil er dieses letzte Selbstgespräch niedergeschrieben hat und dann hat er wieder einen kleinen Fehler gemeint, entdeckt zu haben. Und dann habe ich das geklärt und zwar ist es um die Illusion gegangen. Was ist eine Illusion? Mhm. Und ich sage, es ist, was es ist. Pass auf. Zuerst einmal, du hast entweder jetzt eine Information feinstofflich, sprich als reinen Gedanken vorliegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du stellst dir einen Osterhasen vor
oder du denkst nur an das Wort Osterhase, dann ist auch das gesprochene, in dir gehörte, von dir selbst, mit deiner Bröselstimme, gedanklich gesprochene Wort Osterhase ist eine Information. Genau. Wenn und ich dann jetzt stelle ich mir den Osterhase vor. sage, dieses Osterhase, das du jetzt aus dem Lautsprecher hörst, den du dir jetzt ausdenkst, was so ein Blödsinn ist, weil der Lautsprecher ist die ganze Zeit nicht da, den musst du dir jetzt erst ausdenken. Also Ja. wo kommen die Stimmen jetzt her? Die kommen auch aus dir, das sind sinnlich wahrgenommene Informationen. Du musst erst einmal das zweite Gebot halten, da kommt nichts von außen. Du denkst es dir aus, Nein. dann haben wir dieses End, Ja. stellst es vor dich hin und es gehört dann über die Damit Spiegel. ich mir das angucken kann, ja. Es ist in dir drin. Entfernt. Alles. Jegliche Form von sinnlich wahrgenommener Information ist nicht entfernt von außen, dass da von außen was kommt, das ist in dir drin. Information. Die Sprachen sind Physik, die Worte sind Physik. Aber jetzt pass auf, worauf ich eigentlich hinaus will. Ja. Da müssen wir jetzt unser Kleines dazu nehmen. Da kommt nämlich ein Kleines dazu. Was ist eines? Hallo. Ariane, Kleines, mach gleich weiter, ich nehme gerade auf. Das ist Hallo. Hallo. Also es kommt dann nicht von außen, es ist in dir drin eine Information. Und wenn du jetzt genau zuhörst, ich beschreibe wirklich nur, was hundertprozentig sicher ist. Du hast eine feinstofflich wahrgenommene Information und du hast eine sinnlich wahrgenommene Information. Ja, jetzt ist eine dazugekommen. Aufgrund deines Programms hast du den Eindruck, dass alles, was du sinnlich wahrnimmst, dass du mit dem nichts zu tun hast. Ja. Wenn du schon so unendlich unbewusst und geistlos bist, bis dato, ja, dass du das selbst für deine Gedanken, die du denkst, glaubst, dass du damit nichts zu tun hast. Und das sind alle normale Menschen. Jeder normale Mensch, wenn man in den reinen Bereich des Denkens reingeht. Und nimm dich selber, sei selbst ehrlich. Bis da, du bist Holofeeling, bist du dich übrigens nicht für Holofeeling als Ding an sich, sondern bis du dich anfängst, mit Holofeeling zu beschäftigen, dich damit auseinanderzusetzen, wirst du dir demütig eingestehen müssen, dass all das Zeug, das du denkst, was du aus Medien und Bassien, aus der Zeitung, aus dem Fernsehen heraus hast, was du vom Hörensagen hast, was du geistlos nachäffst, ja, dass du mit dem, wenn du das jetzt denkst, nichts zu tun hast, mit den deutschen Politikern, mit den machtgeilen, korrupten Politikern. Ich sage, wenn ein Hauch von Geist wäre, und ich mache einen kleinen, ich spreche es nur an, wenn du Blatt und Staat liest, gibt es eine schöne Geschichte über eine Schiffsmannschaft, die einen neuen Kapitän haben will. Und ich sage immer wieder, zuerst einmal, ein wirklicher Geist versucht ein schönes, einfaches Leben zu haben. Er wird sich niemals drum reißen, Verantwortung übernehmen zu müssen. Dazu wirst du befohlen. Ja. Es ist immer wieder, der Verantwortung hat, er muss sich verhalten wie ein Vater gegenüber seiner Familie und seinen Kindern. Das ist einmal das Erste. Und wenn ich jetzt den jetzigen Zustand des jetzt ausgedachten Bundesrepublik Deutschland nehme, hier sich drum reißen, der neue Kanzler zu werden, das Ding ist so in den, der Karren ist so in den Sand gefahren, in das Weltliche reingefahren, dass das nur ein Chaos, du kannst, da gibt es nichts mehr zu retten, das ist Sodom und Gomorra. Es wird natürlich für einen Träumengeist immer wieder weitergehen, ganz normal dieses Spiel, man wird Corona vergessen, so wie man den Rinderwahn vergessen hat, wie man Acrylamid, wie man AIDS vergessen hat, du vergisst und du wiederholst und wiederholst und wiederholst und wiederholst, bis in alle Ewigkeit. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre. Das heißt, jetzt ist ja eh vorbei, das ist immer das Schöne zum Beispiel, wo man Sekten vorwirft, was übrigens dann auch stimmt, die Zeugen Jehovas, die hier, ich weiß nicht, wie oft schon den Weltuntergang prophezeit haben und die Materialisten sagen, schau, die ist ja doch nicht untergegangen, das, der Übergang 1999... Man weiß es ja nicht, für wen das untergegangen ist. 1999 zu 2000, das denken wir uns jetzt alles. Ja. Die ist ja doch nicht untergegangen, wo es Kassen hat. Es gibt einen totalen Crash, einen Computercrash bei dem Übergang in das Jahr 2000. Das, wenn du das denkst, ist es nicht gut gegangen, sondern scheiße gegangen. Weil du musst ja irgendwann einmal aufwachen. Ja. Und in dem Augenblick, wo du wach wirst, ist es definitiv so, dass du in einen vollkommen neuen Bereich kommst. So wie du aus einem Traum aufschreckst, mein Beispiel, fang den nochmal an und sagst ganz, ganz bewusst, ich habe das ja alles bloß geträumt. Ja. Und ich sage, wenn du jetzt schweißgebadet im Bett sitzt und dir wird bewusst, dass alles, was du jetzt in die Vergangenheit denkst, ja nur ein Traum war, der aus dir gekommen ist, dass das ja nie um dich herum war. Ich sage, wenn das jetzt der Fall ist und du meinst, du bist wach geworden, nein, dann bist du wieder eingeschlafen, weil du sitzt dann als Trockennasenaffe wieder in einer Welt, die du dich um dich herum ausdeckst. Ja. Wenn du wirklich wach bist, ist da außen keine Welt mehr. Mhm. Dann kann man was vollkommen Neues aufbauen. Mhm.
Da das hat eigentlich nur Macht, um Macht zu reißen. Das ist die alten Weisheiten, die Weisheiten lagern schon im Blatt und Staat. Da musst du dazu befohlen werden. Und ich sage, eine wirkliche Regierung jetzt selbst innerhalb, ich sage jetzt in meiner Inselwelt, die ich beschrieben habe, wo das Richtige gelehrt wird, die würde ja ein Steuerzahler überhaupt kein Geld kosten, weil da geht es in der Welt, gibt es auch kein Geld mehr. Da ist es definitiv so, dass hier eigentlich du das tust, was du tun musst. Es ist schon der Wahn zu glauben, ich brauche Geld zum Überleben. Es ist natürlich, dann brauchst du es doch wieder. Das wäre jetzt eine Kategorie, eine Einseitigkeit. In der Bröselrolle ist es im Moment, in dem Moment, wo du dir das denkst, ist es so. Aber was ist, wenn du nicht dran denkst? Ich sage, in was für einem Wahn lebst du, dass du meinst, ein Gedanke von dir könnte dich am Leben erhalten? Eine vergängliche Erscheinung kann doch nicht was Ewiges am Leben erhalten. Aber das sind wieder, es gehört untrennbar zusammen. Das, was dich doch leben lässt, ist, dass du träumst. Was bist du, wenn du nicht träumst? Nix. Aber ein Zustand, den wirst du nie erleben. Nee. Den kannst du nicht erleben, weil du kannst nur deine Gedanken erleben. Ich kann wann hat das angefangen? Jetzt. Mhm. Jetzt ist jetzt. Und wenn ich meine, es gibt ein Jetzt in der Vergangenheit, dann ist dieses Jetzt, das ich mir in die Vergangenheit in der Urne, der ist jetzt. Ja. Das ist wie mit der Sache mit hundertprozentig sicher. Du lebst in einer Welt, die einfachsten Worte wirklich nicht verstehen. Aber ich hole es so weit aus, ich bleibe bei unseren Gedanken. Du wirst gleich merken, worauf ich hinaus will. Dass also Gedanken hundertprozentig sicher nur deshalb sind, wenn ich sie denke, die Gedanken, die ich als Information zu sehen bekomme. Und jetzt muss ich mir zuerst einmal eingestehen, dass ich wirklich in meinem Alltag, auch jetzt, obwohl ich jetzt im Moment vielleicht mir einrede, das habe ich jetzt verstanden, wird dir das Leben eines anderen belehren. No. Da muss jetzt bloß das Telefon klingeln, wenn du die Irene bist, deine Tochter muss dran sein, muss da irgendwas Schreckliches erzählen. Ich sage immer wieder, das ist, wir können jetzt da sitzen, wir können philosophieren, wir können, dann ist alles irgendwie so schön, glaube ich, nicht den Udo aufmerksam zuhören, ob jetzt das eine Lautsprecherstimme ist, ein Pixel ist, oder wir würden als Brösel und der Brösel da sitzen und dann gehe ich weg, ja. Mit und da ist ja alles so schön rund und alles so schön logisch. Irgendwie leuchtet es dann ja einem vollkommen ein, was er sagt. Ich sage also, wenn dir meine Worte nicht einleuchten und ich klammer jetzt extra, wenn ich Wörter aufwäche, das muss dir nicht einleuchten. Ich kann es nicht oft genug dazu sagen. Du sollst ja die einfachen Worte verstehen. Und plötzlich hörst was du weg. Und plötzlich hörst du Klingelingeling. Und dann wirst du an dein Handy denken, das ist ja das, was ich erzähle. Und dann gehst du hin und dann hörst du eine quäkige Handystimme, irgendwelche Worte, die du wieder vollkommen einseitig auslegst und du glitscht vollkommen weg, kriegst einen Schweißausbruch. Muss bloß eine Hiobsbotschaft kommen. Mhm. Und dann wirst du, wenn du wirklich konstant ein wertfreier Beobachter sind, wie tierisch dein Intellekt funktioniert. Vollkommen geistloser, ein Mechanimus. Mech ist Gehirn, ein Mechanismus. Mhm. Schnipp, wo ist deine Brille? Ja. Das ist lauter so Zeug, das ist dies, du bist der Zeuge und der Erzeuger. Mhm. Du bist der Zeuge von dem, was du erzeugst. Aber bist du schon wirklich ein Zeuge oder bist du noch einer, der laufend Meineide schwört? Mhm. Weil die große Masse an den Bildern, die du in dir aufwirfst, die kannst du nicht bezeugen, die erschaffst du, du bist der Erzeuger dafür. Mhm. Aber dein Erzeugen ist die Ursache, dass diese Sachen existieren. Das gilt auch für deinen Körper und das gilt für eine Erdkugel. Mhm. Und wir sind nur im feinstofflichen Bereich. Und jetzt ist die Sache, das, wo man sagt, das sind ja Illusionen. Und man sagt, nein, das ist alles relativ. Es ist das, was es ist. Es sind einfach nur Informationen von dir. Und eine Information ist eine Information. Wenn wir wieder da reinschauen, was eine Illusion ist, müssen wir jetzt auf Wikipedia gehen. Ich mache jetzt das extra nochmal. Ich springe in das Wikipedia kurz rein. Genauer ist es natürlich in der Physik im Nullpunkt Gottes. Drum ist es, du hörst es so oft, pass auf. Im engeren Sinn ist eine Illusion eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Das stimmt. Wenn ich jetzt ganz bewusst an einen Osterhasen denke oder an ein grünes Mastmännchen denke, ist das keine Illusion, sondern ich erkenne, dass das eine feinstofflich wahrgenommene Information ist und das ist jetzt eine Wirklichkeit blau gelesen. Ja.
Das heißt nämlich hier, wir sind alles. Kol heißt ja alles. Wir sind alles und jetzt ist doch ein Ich. Ja. Und das ist wie buchstabiert, baue ich in mir etwas auf. Ja. Und das ist die Wahrnehmungseinheit, die ich jetzt habe, wenn ich in dem Moment, wo mir bewusst ist, das ist jetzt einfach nur ein Gedanke von mir, das grüne Maßmännchen. Ja. Kann ich das blau gelesen Wirklichkeit nennen. Mhm. Das ist keine Illusion. Aber jetzt ist eine Illusion eine falsche Wahrnehmung. Was ist eine falsche Wahrnehmung? In einem weiteren Wortsinn werden als falsche Interpretationen und Urteile, es ist eine falsche Interpretation, wenn ich jetzt glaube, dass ein Osterhase, den ich mir denke, mit mir nichts zu tun hat. Dass ein grünes Maßmännchen, das ich mir denke, mit mir nichts zu tun hat. Und dass es draußen auch dann ist, wenn ich nicht dran denke. Was unterscheidet jetzt aber der Osterhase, den ich mir jetzt denke, von einem Udo Petscher, den ich mir jetzt denke, oder von einer Angela Merkel, die ich mir jetzt denke? Was unterscheidet die? Die unterscheidet sich dadurch, dass ich bis da oder bis jetzt mit meiner Logik davon ausgegangen bin, dass der Gedanke, den ich jetzt denke, unabhängig von mir da außen existiert, und zwar genauso, wie ich mir den ausdenke, charakterlich, und dass ich mit dem nichts zu tun habe. Das ist die Illusion. Mhm. Bist dabei? Ja, ja. Jetzt das heißt, 99,9% der Sachen, die du dir ausdenkst, sind hundertprozentig sicher falsche Interpretationen und Illusionen, weil du bei der großen Masse deiner Gedanken nicht erkennst, dass das nur Gedanken sind, die jetzt Informationen sind, die jetzt nur darum in dir drin sind, weil du sie denkst. Ja. Das sind falsche Interpretationen. In dem Moment, wo ich jetzt was denke und ich weiß, dass das ein Gedanke ist, der nur deshalb ist, weil ich ihn denke, ich sage lieber darum, und genauso ist, wie ich ihn denke, ist doch das keine Illusion, das ist eine vollkommen bewusst erschaffene Information. Mhm. Okay? Ja. In der Psychiatrie-Fachsprache wird unter einer Illusion eine Sinnestäuschung, jetzt sind wir natürlich, die Sinnestäuschung selber bezieht sich die Sinne, jetzt ist natürlich, wie viel für Sinne gehe ich auch, in dem Moment, wo du materialistisch denkst, ist eine sinnliche Warnung, sinnlich wahrgenommene Information ist eigentlich das, wenn ich immer sage, eine sinnlich wahrgenommene Information ist das, was wir hier real nennen. Bitte, was war das? Was wir real nennen, sind sinnlich wahrgenommene Informationen. Ja. Das sind eigentlich Sinnestäuschungen. Ja. Wir tauschen ständig sinnlich wahrgenommene Informationen aus in uns. Das Problem ist, dass wir glauben, das kommt vom Außen. Ja. Und jetzt pass auf. In vielen Fällen, in denen bei der Wahrnehmung wirklich Vorhandenes als etwas anderes erlebt oder für anderes gehalten wird, als es tatsächlich ist, wird von einer illusionären Verkennung gesprochen. Ich erkläre es nochmal, wirklich vorhanden, als sinnlich wahrgenommene Information wirklich vorhanden ist jetzt, wenn du auf den Monitor schaust, ein Monitor und eine künstliche Lautsprecherstimme. Ich definiere das jetzt einmal so, ob die das, was du jetzt hörst, aus einem Lautsprecher rauskommt, der gar nicht existiert, wenn du ihn nicht bewusst ausdenkst. Mhm. Ist eine andere Frage. Das heißt, das, was du sinnlich wahrnimmst, du musst dir zuerst bewusst machen, was ist jetzt wirklich vorhanden. Immer dran denken, bistabil erweckt, or ist die Wahrnehmung von ANDI ein Auf- und Abschwingen, ein ständig wechselnder, von ständig wechselnden existierenden Öffnungen. Die ständig wechselnden existierenden Öffnungen sind jetzt hier diese Einzelbilder, die du, oder Einzelinformationen, die du sinnlich wahrnimmst. Von Augenblick zu Augenblick, von Moment zu Moment. Wirklich vorhanden ist eine sinnlich wahrgenommene Information und die kannst du jetzt anschauen. Und was du jetzt hörst, ist keine Trockennasenaffenstimme, sondern eine Lautsprecherstimme. Und was du siehst, wenn ich jetzt das wieder ausschalten tue, dann ist das einfach ein Monitor mit flackernden Lämpchen. Das ist kein menschlicher Kopf. Okay? Ja. Und jetzt ist es. Ja. In dieser psychiatrischen Fachsprache, ich sage immer wieder, egal was einer behauptet, es ist stimmt, wird unter einer Illusion eine Sinnestäuschung verstanden. Du hast erst einmal sinnlich wahrgenommene Informationen, die sich ständig austauschen und du täuschst dich jetzt insoweit, dass bei der Wahrnehmung wirklich vorhanden ist. Das ist jetzt eine Lautsprecherstimme und ein Monitor. Als etwas anderes erlebt und für etwas anderes gehalten wird. Das ist jedes Mal der Fall, wenn du einen Film anschaust oder wenn du eine Zeitung liest. Ja, als es tatsächlich ist,
Und du machst jetzt aus diesen Worten, denkst du dir was aus in die Vergangenheit oder woanders hin und jetzt hängst du voll in diesen Wahn, dass du glaubst, diese Informationen, die jetzt nur feinstofflich sind, sprich Gedanken sind, die von dir erschaffen werden, aufgrund von Worten, dass du mit dem Zeug nichts zu tun hast und dass das unabhängig von dir da außen ist, auch wenn du nicht dran denkst. Ja, genau. Es ist nicht kompliziert, es ist bloß extrem ungewohnt zu denken. Jetzt komme ich zu der Aussage mit dem Holger, dass er sagt hier mit einer Illusion, dann ist ja der Monitor, den du jetzt in einer gewissen Entfernung vor dir siehst, dann ist der eigentlich keine Illusion, wenn ich jetzt ganz bewusst den Monitor sehe. Ja. Ich sage, jein. Es ist, dass du meine Information, eine sinnlich wahrgenommene Information. Ja. Es ist aber trotzdem eine Illusion, weil du nämlich in einer gewissen Entfernung vor dir was hinstellst, was gar nicht da außen ist. Ja. Und es ist diesbezüglich trotzdem eine Illusion, weil alles, was du siehst, sind letztendlich nichts anderes wie jetzt die Bilder auf dem Monitor. Jetzt hör genau bitte zu. Ich sage jetzt einmal ganz, ganz bewusst, du denkst dir jetzt die Irene, die Ariane und den Udo aus. Und du denkst dir jetzt in diese Köpfe von diesen drei Pixelmännchen, die du dir ausdenkst, das sind jetzt Antagonisten in deinem Traum, denkst du dir jetzt rein, dass die auch einen Monitor sehen? Ja. Gib bitte den Gedanken mit. Und du weißt jetzt, Kalb, wenn du jetzt durch die Augen der Irene nach außen schaust, dann hat die Irene jetzt nur zwei Pixelmännchen auf ihrem Monitor, nämlich den Udo und die Ariane. Wenn du durch die Augen der Ariane auf dem Monitor schaust, hat die Ariane zwei Pixelmännchen, nämlich die Ariane, den Udo und die Irene. Ja. Und wenn du durch Udo seine Augen schaust, hat der Irene und Ariane. Mhm. Geh den Gedanken an mit mir. Schau unsere Gedanken an. Das ist so stillschweigend. Ich sag mir, reizen basic aus. Mir schauen nochmal wirklich, was du denken kannst und was du dir in die Kisten reindenkst. Ja. Aber ich will jetzt auf was ganz was anderes raus. Wenn jetzt das unbewusst passiert und die Irene würde jetzt mit ihrem Programm glauben, dass der Udo und die Ariane irgendwo da außen sitzen, in Bayreuth und in Weißenburg. Ariane dementsprechend Irene und Udo in Weißenburg und der Udo in Weißenburg, Ariane in Bayreuth. Dann ist das ein logisches, ein ganz persönliches, logisches Konstrukt von der Irene, von der Ariane und von der Udo-Logik. Aber nur, wenn ich das weiß. Moment, geh den Gedanken, ich will auf was ganz was anderes hinaus. Das Heurige kommt erst dann noch. Okay. Wo das Problem ist, dass wenn Sie das jetzt denken, diese drei Programme, wenn dem Geist, der je nachdem mit welchem Programm du jetzt arbeitest, du arbeitest jetzt mit einem Programm und ich sage jetzt, es gibt jetzt hier jeder Geistesfunk, der nicht Ariane, Irene oder Udo Programm laufen hat, hat jetzt nicht zwei, sondern drei Pixelmännchen vor sich. Ja. Das setzt du jetzt dazu. Ja. Außer du bist die Irene, der Ariane oder der Udo. Ja. Es ist aber immer derselbe Geist. Du bist der Geist, der sich jetzt alles ausdenkt, was er jetzt als Information zu erleben bekommt in einem ständigen Wechsel. Also den Traum erlebt nur der Geist, der träumt und was du träumst, hängt ab von deinem Intellekt, von deinem Schwimminhalt, von deinem Programm. Du merkst jetzt, wie das vielfältig wird, die Mehrweltentheorie, in der Physik die Formel. Aber jetzt kommt das eigentliche Bonbon, wo ich dir sage. Jetzt kommt die Frage. Ich sage jetzt, wir gehen einfach mal davon aus, du bist jetzt die Ariane oder die Irene als Programm. Ist jetzt das, diese zwei, die du vor dir siehst? Sprich, wenn du die Ariane bist, siehst du die Irene und den Udo. Wenn du die Irene bist, siehst du definitiv umgekehrt Ariane, Udo, Udo, Ariane, die zwei. Zu kompliziert, weil ich genau werden will. Glaubst du, dass die zwei jetzt Menschen sind, dass das Menschen sind? Nein. Nein, das ist jetzt definitiv zuerst einmal eine Illusion. Das ist eine klare Aussage. Ich habe Illusion definiert, wenn in dir irgendwelche Bilder auftauchen und du siehst, eine illusionäre Verkennung ist, wenn du nicht mehr siehst, was jetzt wirklich da ist. Ja. Okay, lass uns das festhalten. Mhm. Eine illusionäre Verkennung ist, wenn du das siehst, was jetzt, wenn du was siehst, was jetzt nicht wirklich da ist. Du siehst jetzt einen Monitor und nicht irgendwelche Menschen auf dem Monitor. Ja. Diesbezüglich ist es eine Illusion. Das kann man übrigens noch genauer machen. Ich sage, wenn du in einem statischen Raster, so steht es genauer definiert bei mir in der Physik im Nullpunkt Gottes am Ende, wo ich die Illusion genauer erkläre, wenn du in einem statischen Raster irgendwelche
Dinge, Gesichter oder bewegte Sachen siehst, dann ist es eine illusionäre Verkennung und es passiert in dem Augenblick, das statische Raster sind jetzt diese Pixel, die Triplets auf dem Monitor oder wenn du eine Zeitung in der Hand hast, diese statischen Farbspritze, die du Buchstaben nennst. Mhm. Und während du das durchrasterst oder diese flackernden Lämpchen anschaust, baust du Informationen, Vorstellungen in dir auf, dann siehst du Gesichter und Menschen, wenn du eine Zeitung, ein Buch lesen tust, die jetzt nicht da sind. Dir ist nicht mehr bewusst, was jetzt wirklich da ist. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja. Also dann sind es doch dann, wenn du das jetzt glaubst, hier vor dir Menschen zu sehen, ist es eine Illusion, weil du mehr oder weniger eine illusionäre Verkennung hast, du siehst nicht mehr das, was jetzt wirklich da ist. Ich zitiere mich nochmal selber, ihr Menschen, die außen zu leben glaubt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Nicht immer, aber meistens. Und du hörst Sachen, die du gar nicht hörst, weil du hörst jetzt keinen Menschen sprechen. Der Lautsprecher ist ein Stimme-Imitator, der kann auch klingen wie die Ariane oder wie die Irene, der kann sogar klingen wie ein ganzes Symphonieorchester. Ja. So, das ist die eine Seite. Das war jetzt eine einseitige Aussage. Ich habe gesagt, das ist eine illusionäre Verkennung. Mhm. Aber dann doch wieder nicht. Also wir haben jetzt nämlich zwei Stufen, weil du, selbst wenn du reale Bilder siehst, ich habe jetzt ganz gezielt von dem Monitor gesprochen. Mhm. Aber wie sieht es jetzt, wenn du jetzt über den Monitor drüber schaust oder du schaust aus dem Fenster, du siehst jetzt ein Haus oder eine Landschaft oder einen Baum. Oder du siehst vor dir sinnlich wahrgenommene Trockennasenaffen, Menschenkörper, Personen. Dann sind das auf ist das dann Menschen. Auch eine illusionäre Verkennung? Bitte, ja. Was sagt die Ariane? Also wir haben gesagt, ich habe jetzt die ganze Zeit gesprochen von dem, was auf dem Monitor ist. Wie sieht jetzt das aus, wenn bei dir die Tür aufgeht und der Jan kommt zum Zimmer rein? Ist ja, der dann auch eine illusionäre Verkennung? Träumst du dann? Was würdest du sagen? Ja, durch Interpretation, wenn ich wachsam bin. Nein, das ist keine Illusion, das ist das, was es ist. Das ist eine reine sinnlich wahrgenommene Information, nämlich die sinnlich wahrgenommene Information, die du jetzt siehst. Ich wiederhole nochmal, sehr, sehr wichtig, dass du das verstehst. Ja. Eine illusionäre Verkennung ist, wenn du was siehst, was jetzt gar nicht da ist. Mhm. Das heißt, wenn du auf den Monitor schaust, siehst du jetzt Menschen, ich nenne das einmal normal Menschen, die jetzt ja gar nicht da sind, weil es sind ja nur flackernde Lämpchen. Wenn du eine Zeitung liest oder ein Buch liest, ich gehe mal nur auf die Schrift, das gilt übrigens dann auch für die Farbspitze, die ein Bild bilden. Es ist, ob ich jetzt flackernde Lämpchen habe oder du hast auf einer Zeitung ein Bild, das sind ja auch nur Farbpixel, Farbspitze, Schriftzeichen. Ja. Alles, was du jetzt an Informationen dir aufbaust, das ist illusionäre Verkennung. Du siehst nicht mehr das, was jetzt da ist. Gut. Nimm dir die Zeit, du hast ewig Zeit, es auf dich wirken zu lassen. Mhm. Und jetzt war die Frage, wie sieht jetzt das, wenn du jetzt nicht auf eine Zeitung oder auf einen Monitor schaust, sondern du schaust einfach in die Natur. Ich betone nochmal, Natur, NTR. Die Natur ist das, was du aus dir heraus, was aus dir heraus springt, aus dem 13, aus der Liebe, aus der 1. Mhm. Okay? Mhm. Das ist ein Loslösen. Das ist die Natur. Es gibt natürlich hier noch andere Wörter für Natur. Im Hebräischen gibt es immer mehrere Sachen. Das ist jetzt zum Beispiel hier. Naja, das lasse ich, sonst würde ich zu weit wieder ausholen. Das, was in dir losgemacht wird, das ist immer die Natur, du machst es doch los. Aber du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst eine sinnlich wahrgenommene Information aufbauen, die kommt genauso aus dir, oder feinstofflich. Jetzt nochmal die Frage, in dem Moment, wo jetzt direkt eine sinnlich wahrgenommene Information da ist, du schaust in die Natur. Gut. Der Unterschied dann schaust du, ist es dann auch eine illusionäre Verkennung oder nicht? Ich betone nochmal, eine illusionäre Verkennung ist, wenn du was siehst, was jetzt gar nicht da ist. Das ist der Fall, wenn du auf einem Fernseher, auf einem Monitor und in der Zeitung oder in ein Buch reinklotzt. Mhm.
Weil du siehst in der Regel ja, ist dir ja gar nicht bewusst, dass du einen Monitor oder ein Buch anschaust. Denk wieder an mein Beispiel, du liest einen spannenden Roman. Wie beginnt das? Ich erkläre es nicht nochmal, dann löst er sich auf. Während des Lesens sinkst du in die Geschichte rein und du kriegst von dem Buch und den Umblättern, wenn es ein wirklich spannender Roman ist, über viele, viele Seiten, die du zu sehen bekommst von dir selber. Gar nicht mit, dass da einer sitzt, der umblättert und das Buch anschaut. So wenig wie wenn du 100 Kilometer mit dem Auto fährst, behaupte ich in 99,9% der Zeit, magst du alles Mögliche an Informationen sehen, aber mit Sicherheit nicht die Windschutzscheibe von dem Auto, die du ja angeblich vor den Augen hast. Ja. Das war jetzt übrigens das Stichwort. Es ist dann keine illusionäre Verkennung, wenn du eine sinnlich wahrgenommene Information siehst, wenn du in die Natur reinschaust, ist es zuerst einmal das, was es ist. Es ist eine sinnlich wahrgenommene Information. Eine Aussage. Aber jetzt sage ich, es ist dann trotzdem eine Illusion, weil das, was du siehst, nicht da DR außen ist, sondern ist auf deiner, und jetzt mache ich Schnipp, und jetzt hast du eine Brille auf. Wenn du die Ariane bist zumindest, oder wenn du glaubst, du bist die Irene, ist jetzt die Brille da. Wo war jetzt die ganze Zeit wieder die Brille? Und jetzt denkst du dir die Brille, die du jetzt ganz bewusst denken kannst, auf deiner Nase. Du denkst jetzt, du hättest davor eine Brille auf. Und dann hast du hier plötzlich Rot-Grün-Blau-Zäppchen in deinem Augen. Das symbolisiert ja dein Auge, das rechte und das linke Auge. Ich mache es jetzt sehr einfach. Und du siehst ja nur die aufblinkenden, ich habe gesagt, du musst es umdrehen, die Rot-Grün-Blau-Zäpfchen. Nochmal, ZB heißt die Geburt von Wissen. Das heißt auftauchen, etwas auftaucht, das auf der Wasseroberfläche schwimmt. Diese VR-Brille, die du aufhast, illusioniert jetzt in dir, dass da außen dann diese Natur ist, die in dir losgemacht wird. Das heißt, in dem Moment, wo dir das bewusst ist, dass du eine VR-Brille aufhast, wenn dir das bewusst ist, jetzt, dann im selben Augenblick ist dann deine sinnlich wahrgenommene Information wieder eine illusionäre Verkennung, weil du ja bloß flackernde Lämpchen anschaust. Gut. Andere Stufe. Bist du dabei? Das heißt, zuerst einmal schaust du, was jetzt ist, und dann schaust du, wo kommt es eigentlich her? Und die Frage beantwortet sich von selbst. Alles, was ich als träumender Geist erlebe, kommt aus mir selbst. Kategorie, nochmal Kategorie 3, ist immer die Frage, was ist das jetzt? Eine Information von mir. Wo ist es? Hier. Wann ist es? Jetzt. Und warum ist es? Weil ich es denke oder weil ich es anschaue. Jetzt ist es, du wirst nie sagen, hier, ich schaue mir meine Gedanken an. Da fällt irgendwas. Die ist klar, wenn ich was denke, ist es, weil ich es denke. Aber hast du schon mal gesagt, ich schaue mir ja immer nur meine eigenen Gedanken an? Was du aber sagst, ich schaue mir das an, was da außen ist. Wenn was außen ist, das schaue ich mir an. Meine Gedanken sind ganz einfach da. Aber die schaust du geistig genauso an. Das sind eben die zwei inneren Bewusstseinsmonitore. Du hast einen feinstofflichen Monitor und einen für sinnliche Wahrnehmungen. Weil jetzt das immer bloß auf die Optik bezogen ist. Und ich wollte dir nur sagen, ein Gedanken, den du denkst, der ist hundertprozentig sicher ein Gedanke, der so ist, wie du ihn denkst, das kannst du dir bewusst machen. Und jetzt kommen wir, wenn wir in den sinnlich wahrgenommenen Informationsbereich reingehen, wirst du feststellen, dass das eigentlich immer Illusionen sind. Das sind Illusionen. Aber das musst du dir bewusst machen, indem ich weiß, ich sage immer, ich schaue auf meine, was ich auf meiner VR-Brille habe. Und dann habe ich doch wieder unser Pixel-Arrangement von Rot-Grün-Blau. Ein statisches Raster, wo sich nichts auch nur einen Millimeter von der Stelle bewegt, das in mir die Illusion erzeugt. Und jetzt pass auf, dass jetzt in diesem Moment, wenn ich auf meine VR-Brille schaue, erzeugt es in mir die Illusion, dass vor mir ein Monitor steht. In einer gewissen Entfernung vor mir ein Monitor steht. Wenn du ich bist. Der aber nicht vor mir ist, sondern der meine Information ist, weil er als sinnlich wahrgenommene Information aufgrund des Inhalts meiner VR-Brille, der Darstellung meiner VR-Brille in mir erscheint. Udo, ich habe mal eine Frage. Brauch. Mir kommt gerade der Gedanke, was ist denn jetzt, wenn einer nicht sehen kann, also wenn einer jetzt ausgedachterweise blind ist?
Die Antwort ist ganz einfach für dich. Du stellst jetzt eine Frage, dass du dir eine Kiste denkst und du fragst, wenn ich jetzt mir eine Kiste denke, wo keine Kameras drin sind, nach außen, was sieht ihr dann? Ja. Sieht er dann seine Gedanken? Sagst du mal das, was du dir jetzt reindenkst. Aha. Aber es ist wieder die Frage, pass auf, die Antworten, wenn du ganz präzise im Jetzt bist, hast du die elementaren Grundlagen von Holofeeling nicht verstanden? Du denkst dir jetzt einen Menschen aus, der ein Gedanke von dir ist, und du fragst mich jetzt, dieser Gedanke, wenn der nicht sehen kann, was sieht er dann eigentlich? Und in dem Moment, du kannst für jegliche Form von Gedanken, den du denkst, das Wort Information, wie oft sage ich ganz definitiv, wenn du jetzt an etwas denkst, den gibst du einen Namen, wenn wir ein bestimmtes, ein Objekt uns ausdenken. Ob wir das jetzt Osterhase, ob wir das Irene oder Mensch nennen oder Person nennen, spielt keine Rolle. Egal wie du das jetzt speziell definierst, was eine spezielle Form in dir aufbaut, es ist eine Information von dir oder ein Gedanke von dir. Und wenn du jetzt mich fragst, was sieht eigentlich einer, der nicht sehen kann, dann ist der, den du dir jetzt, du denkst dir jetzt jemanden aus, das ist ein Gedanke von dir. Das ist jetzt nur die Spezialisierung. Es ist eine Information. Was sieht eigentlich eine Information, wenn sie nicht sehen kann? Informationen können nicht sehen. Sehen tut nur der Geist, der denkt. Die Fragen sind, ich nochmal, wenn du Holofeeling verstanden hast, sind praktisch alle Kategorie 1 und 2 Fragen vom Tisch. Ja, reingefallen, ja. Das war jetzt eine Kategorie 1 Frage. Ja, okay. Du musst dich extrem disziplinieren als Geist und dazu nochmal brauchst du kein Wissen. Es erfordert ein aufmerksames Bewusstsein, ein extrem aufmerksames Bewusstsein. Bewusstsein ist nicht Wissen, sondern Bewusstsein ist das, was seine Informationen anschaut. Egal an was du denkst, Information kann nichts sehen, kann nichts füllen und die ganzen Fragen sind vom Tisch. Das ist der Reinigungsprozess in dir selber, dass ich was vollkommen Neues in dir auftauchen lassen kann. Und jetzt, ich betone jetzt wieder, ich bin der Erste. Alles, was ich sage, wenn du jetzt ein neugieriger 13-Jähriger bist, ein aufgewecktes Gotteskind, dann wirst du mir an den Lippen hängen und du kannst es nachvollziehen, was ich sage. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Es erfordert nur Neugier. Dass ich immer wieder sage, was ist jetzt der, den du dir ausdenkst, der blind ist? Ein Gedanke von dir. Also dann kannst du dir doch sparen zu fragen, was sieht eigentlich der Gedanke, wenn er blind ist? Gedanken sind prinzipiell blind. Die sind auch taub, die sind gefühlslos. Okay. Ja. Was sieht eigentlich mein Computer, wenn seine Kamera kaputt ist? Das hast du mich gerade gefragt. Und dann hat er Udo Fragezeichen auf die Augen und sagt, was stellt die mir eigentlich für dumme Fragen, für geistlose Fragen? Nächste Frage. Also nochmal, es ist das, was es ist. Und ich sage, konzentriere dich einfach, bemühe dich, möglichst immer, jeden Moment, der da ist, hast du mal zu schauen, ist es jetzt ein Gedanke oder eine sinnlich wahrgenommene Information. Beides kommt aus mir, dann kenne ich, was Illusionen sind. Und jetzt sage ich dann immer wieder, es ist, was es ist. Eine sinnlich wahrgenommene Information ist eine, einfach nur eine sinnlich wahrgenommene Information. Schon zu sagen, das ist ja bloß eine Illusion. Ich springe mal zurück, das ist jetzt chronologisch gesehen eine Sache, wo ich immer wieder darauf hinweise, wenn du die Srimad Bhagavatam lesen tust, mit der Chaitanya, das sind hinduistische Schriften, Unterformen, die gibt es bei der Hare Krishna-Sekte. Und das ist ein Riesenwerk, ich sage immer wieder, die habe ich da stehen, das sind 26.000 Seiten und die sind Wort für Wort übersetzt. Und da ist es ganz, ganz interessant, da kommt wirklich eine Stelle, wenn du in den auch Upanishaden, in heiligen Schriften, gibt es keine deutschen Übersetzungen dazu, da heißt es hier, dass es gibt nur eine Sache, die geistloser ist wie Buddhismus, wie Materialismus, Entschuldigung. Es gibt nur eine Art, einen Glauben, der noch geistloser ist wie Materialismus und das ist Buddhismus. Und jetzt muss man schon zuerst einmal wissen, für den normalen, oberflächlich nachäffenden, westlich gebildeten Affen ist ja zwischen Buddhismus und Hinduismus fast kein Unterschied. Man denkt einmal an Indien
Und ich sage, solltest du ein bisschen jetzt in deine geistigen Archive gehen, was du feststellen, dass also hier, das habe ich oft erwähnt, dass Indien mit Buddhismus nahezu nichts zu tun hat. Es gibt in Indien, jetzt natürlich immer wieder aus das Buch heraus, wenn du das recherchierst, ich müsste jetzt aufstehen, dass ich nicht wieder Zahlen habe, ich sage ungefähr, in Indien gibt es wesentlich mehr Moslems und Christen wie Buddhisten. Der Buddhismus selber kommt aus Tibet. Der Urbuddhismus, jetzt in der hauptsächlich, es gibt natürlich einen japanischen Zen-Buddhismus, und, aber Indien hat mit Buddhismus überhaupt nichts zu tun. Das sind zuerst einmal Hindus, und da gibt es natürlich wieder auch wieder viele Sekten, wie bei den Christentum und so weiter oder bei den Moslems, aber die Haupt ist zuerst einmal hier Hinduismus mit den ganzen Unterformen, und dann gibt es also relativ Moslems und Christen und dann ganz, ganz wenige Buddhisten in Indien. Und jetzt heißt es hier in dieser hinduistischen Schrift, in dieser alten heiligen hinduistischen Schrift, es gibt nur einen Glauben, der noch geistlos ist wie der Buddhismus. Das ist dann wie der Materialismus. Oh, ich war durcheinander langsam durch. Ja. Sondern der Buddhismus. Ja. Und dann habe ich das, wenn du das jetzt ohne Erklärung schießt, dann kriegst du das nicht mit, und ich erkläre jetzt das nochmal. Der Materialismus ist geistlos, weil ein Materialist glaubt, dass wenn er was denkt, dass er mit dem, was er denkt, nichts zu tun hat. Und was noch viel schlimmer ist, dass Sachen, die er jetzt denkt, die er sich ausdenkt, dass er felsenfest davon überzeugt ist, dass das, was er denkt, unabhängig von seinem Denken da außen existiert, auch wenn er es nicht denkt, und dass viele Sachen, die er jetzt denkt, schon war, bevor er sie gedacht hat, wenn er sie in die Vergangenheit denkt. Das ist doch wirklich geistlos. Das ist doch die vollkommene Unbewusstheit von dem, was jetzt da ist. Ja. Wenn mir jeden Moment bewusst ist, was jetzt als Information vorliegt, dann ist mir Geist bewusst, das ist, weil ich jetzt das denke oder weil ich es anschaue. Jetzt. Das sind die Fakten, das sind hundertprozentig sichere Fakten. Die Tatsache besteht darin, ich denke es, ich erschaffe in mir eine Information, und jeder Gedanke wird mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört. Und ich schiebe jetzt nochmal ein, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du nicht anfängst, dich für diese Art dieser Erkenntnis in dir selbst zu interessieren. Und du musst dir keine Gedanken machen, ein Udo, eine Irene, eine Ariane und der, der jetzt vom Computer sitzt, kriegt davon überhaupt nichts mit. Jetzt kriegt nur der Geist mit, der mich jetzt sprechen wird. Gut, das ist geistlos. Das ist der Materialismus. Der Buddhismus ist noch viel geistloser, weil die mit ihrer Maya sich etwas denken, eine Information in sich aufbauen und sagen, die ist ja gar nicht da, die gibt es ja gar nicht. Ja. Es ist schon schlimm, wenn ich was denke und ich glaube, ich habe mit dem, was ich denke, nichts zu tun. Aber wie geistlos ist es, dass ich jetzt was denke und ich behaupte, dass das gar nicht existiert? Ja. Naja. Ja. Das ist diese Ausflucht in das Maya-Denken hinein. Das ist ja alles nur Illusion. Jetzt muss ich zuerst einmal wissen, was eine Illusion ist. Ich sage nochmal, ein Gedanke, den du denkst, ist keine Illusion. Er ist das, was er ist, einfach nur eine feinstofflich wahrgenommene Information. Er ist eine Information, die jetzt ist, weil du sie denkst. Und eine sinnlich wahrgenommene Information, und jetzt haben wir schon das hier, innerhalb, außerhalb, ist definitiv, solange du jetzt die eine Seite nimmst, ist das, was es ist, eine sinnlich wahrgenommene Information. Wenn du in die Natur blickst, dann hast du in einer gewissen Entfernung vor dir eine Natur außerhalb B vorgestellt, ausgedacht, die jetzt einfach eine sinnlich wahrgenommene Information ist. Die Illusion definiert sich, die illusionäre Verkennung ist, wenn du Sachen siehst, die jetzt gar nicht vorhanden sind. Okay? Ja. Immer dran denken, die Hand heißt ja J auf Hebräisch, die intellektuelle Öffnung. VOR heißt bistabil. Wir brauchen nämlich die zwei Seiten dann in unserer VR-Brille. Und das ist eine intellektuelle Öffnung, die du vor dich hinstellst, die aber deine Information ist. Dann ist es in dieser Art zu sehen, ist es keine Illusion, sondern das, was es ist, eine sinnlich wahrgenommene Information. In dem Moment, wo ich jetzt aber weiß, dass ich auf eine VR-Brille symbolisch gesehen, die ich Augenbecken nenne, schau, dass es im Prinzip eine VR-Brille ist, in dem Moment, wo ich das weiß, ist dann auch die sinnlich wahrgenommene Information bloß eine Illusion, eine illusionäre Verkennung.
genau genommen eigentlich bloß eine Information, wie eine feinstoffliche Information. Aber eine Information, die mich extrem in die Vergessenheit führt, das sind meine vier Stufen der Vergessenheit. Wenn ich da immer wieder darauf hinweise, das sind diese Stufen, die man wirklich schlafwandlerisch, die müssen installiert sein. Dass ich doch sehr wohl unterscheide, ob ich jetzt ein Buch lese und ich denke mir Sachen aus, da weiß ich das in Gedanken. Sollte man meinen. Aber wenn ich jetzt statt Buch das Wort Zeitung nehme, dann sind es keine Gedanken mehr, dann sind es Politiker oder korrupte Politiker oder Corona oder egal was es ist. Ja, Katastrophe. Es geht mir nicht um Sachen, die du dir ausdenkst. Bei mir geht es einzig und allein um den, der mich jetzt sprechen hört. Das ist meine Zielperson. Ja. Das ist ein falsches Wort, die Person interessiert mich nicht. Das Ziel, ja. Die Geburt Gottes ist in dem Zentrum, hinter der Maske, hinter der Person, im Zyklopenauge. Das interessiert mich. Das ist für mich von in der Esse, das innere Sein. Okay? Das heißt also die erste Stufe. Ich sage, wenn wir jetzt aus der Geschichte einen Zeichentrickfilm machen. Wenn mir bewusst ist, ist mir klar, dass diese Figuren einfach nur Figuren sind. Aber sobald die Bilder real waren, wird es dann schon schlimmer. Jetzt zum Beispiel hier vor deinen Augen die Irene, die Ariane und der Udo. Aber was ist jetzt der Unterschied, ob diese flackernden Lämpchen eine Zeichentrickfigur darstellen oder jetzt sinnlich wahrgenommene reale Personen in Frage zeigen? Nee, es ist das, was es ist. Es sind einfach nur flackernde Lämpchen. Da kann ich immer wieder sagen, jetzt wenn du genau aufpasst, was du feststellst, auch wenn du den Eindruck hast, dass sich jetzt da was auf dem Monitor bewegt, wenn du genau hinschaust, nimm eine Lupe in der Hand, bewegt dich nicht auch nur einen Millimeter von der Stelle, weil alles ist immer vollkommen stehend, statisch. Es wird was in Bewegung gesetzt. Und zwar nicht durch das Hin und Her, sondern durch das Verändern von Helligkeitsunterschieden in der Z-Achse. Gut, und jetzt unterscheide ich nochmal. Schaue ich einen reinen Film an, dann sehe ich, interpretiere ich das in Schauspieler, und wenn da einer geschlagen wird, hat er keine Schmerzen. Ist es aber dann Nachrichten mit Originalaufnahmen von da außen, du merkst jetzt schon, das ist doch alles nur Hirnwichserei. Holo-Feeling ist so einfach, du musst keine Wörter aufhören, schau einfach, was jetzt da ist. Ja, genau. Schau, was jetzt da ist. Ja. Es ist das, was ist. Und wenn du auf dem Monitor 0,9999 Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen auftaucht, dann ist genau das da, was du siehst. Und alles, was jetzt in deinem Kopf abgeht, wenn du das anfängst zu interpretieren, ob das vielleicht eins ist, nein, ich sage, das ist 0,999 Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, bin ich aber da unendlich viele. Dann in dem Moment ist der Gedanke dran, dass du dir unendlich viele Neunen aneinander denkst. Aber was siehst du dann eigentlich? In einem Wechsel nur die Geräusche, da hängen ja unendlich viele Neun aneinander. Aber wenn ich das jetzt hinschreiben würde, diesen Gedanken hinschreiben würde, muss ich schon wieder ein Fenster aufmachen, wo steht, da sind ja unendlich viele Neun aneinander bis ins Unendliche. Und dann sehe ich, dass die Worte, die jetzt da sind, die ja immer wieder mit den Geräuschen, auch nur jetzt sind. Es ist so einfach, schau, was da ist. Und löse dich von deiner Interpretation, beobachte auch deine Interpretation. Das ist das Reizauslöser, das formt nämlich ständig dich selbst um. Ist eine ständige Umformung von dir selbst. Und dann kann ich als Udo tausendmal darauf hinweisen, auf der höheren Ebene ist dein Körper deine Traumwelt. Mit deinem jetzigen Programm ist dein Körper etwas, und jetzt machst du eine Zeitspanne, dass du von unendlich vielen Informationen nur das, was du meine Person, meinen Körper nennst, vom Säugling bis zum Greis, der immer, diese Person existiert eigentlich immer nur, wenn du an sie denkst, und die formt sich jetzt von einem Säugling bis zum Greis um, das verändert an dir selbst aber überhaupt nichts. Merkst du, wir müssen mit Zeitfenstern arbeiten. Dann nimmst du aber nur diesen Gedanken, wo du meinen Körper nennst, vom Säugling bis zum Greis. Das sind jetzt alles Gedanken und Vorstellungen, die von dir erschaffen werden, die du umformst. Mit Holo-Feeling passiert ein Wechsel, dass jegliche Form von Information, Holo-Feeling, das Gefühl, all diese Dinge zu sein, nicht nur diese speziellen Körper vom Säugling bis zum Greis, die ich nenne. Was zwangsläufig Körper in einer Reihe, in einer Spiegelwahrnehmung jetzt dargestellt, die ich nenne, erzeugen zwangsläufig Körper, die nicht ich sind. Aber ich kann auch wieder. Weil das sind unsere zwei Seiten. Ja. Dasselbe kannst du jetzt auf den Menschen beziehen. Ein Mensch, ein Programm,
Dass ich nenne erzeugt zwangsläufig viele Programme, die nicht ich sind. Weil wir die zuerst einmal die zwei Seiten verstehen müssen. Und mit Holofeeling ist jetzt der einzige, dass jegliche Information von mir ein Körperglied, ein Körperteil von mir ist. Ich trenne nicht mehr, dass ich sage, das bin ich und das bin ich nicht. Ich bin all der, der immer ist, weiß, ich bin all meine Wellen, die in mir auftauchen. Aber mit Sicherheit nicht irgendeine bestimmte, die ich ausdenke. Die bin ich natürlich auch, aber nicht nur. NUR, Existenz einer aufgespannten Berechnung, flackerndes Licht. Mhm. Eigentlich flackern die Lichter nicht, sondern ich flacker ständig um mich herum in meinem Blickwinkel. Aus diesem imaginären Zentrum heraus. Die eigentlich nicht um mich herum sind, wir müssen ja eins durchmachen, sondern Facetten von mir selbst sind. Ich nenne das ja gerne Geisteswohnung. Die sind aber eigentlich alle nur ein allereinziger OG. Ein verbundener Geist. Und der Uhr, die aufgespannte Berechnung, das sind geistlose Schwätzer. Das heißt, ich könnte nicht einmal zu einer Uhr sagen, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, dann würde ich ja sagen, ein Gedanke von mir kann leiden. Das widerspricht ja komplett meiner Lehre. Ich sage es dem UG vorher, den er nicht aussprechen darf, im Türkischen. Alles hat einen Sinn, jede Sprache hat einen Sinn. Und wenn dann er sagt, da komme ich nicht mit, er soll mir das halt so erklären, dass ich das verstehe. Das ist wie ein neunmal klug, der 4,5 Jahre alt ist und sagt, jetzt erklär mir das so, dass ich das verstehe. Erklär mir, wie ein Handy funktioniert. Und kann nicht einmal lesen und schreiben und rechnen. Es ist Dummheit, geht einher mit einer unendlichen geistlosen Arroganz. Kannst du ganz leicht erkennen, jede Figur in deinem Traum, die einseitig rechthaberisch ist, ist geistlos dumm, weil sie entheiligt ist. Einseitigkeit für dich, du wirst zu einer Batterie, die nur aus einem einzigen Wohl besteht. Wenn du glaubst, du gehörst zu den Guten, dann sagst du, ich bin plus plus. Und die anderen sind alle im Minus, mit denen habe ich aber nichts zu tun. Wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist, dann wird dir der Geist das Licht aufgehen und du wirst sein wie Gott. Dann bist du nämlich die ganze heilige Welt. Dann musst du zuerst einmal er werden oder es werden, nämlich JC und ICH. Du musst aus dem blauen Bereich dich vollkommen erheben und das ist H eben, die Quintessenz ist eben, ich kann auch aber herausheben was sagen, dann kriegen wir HR, eine wahrgenommene Berechnung. Mhm. Das System musst du noch gar noch nicht wissen, nimm meine einfachen Sätze. Darum sage ich immer, lass das weg, wenn einer das aufgefächert hat, das ist mühselig zum Lesen. In einem der Selbstgespräche, also dieser Bücher, weise ich ganz klar darauf hin, da gibt es eine Stelle, ich muss jetzt sagen, ich bin vergesslich, ich weiß nicht, in welchem das drinsteht, wo so ein aufgefächerte Sache drin ist, aber nur in Schwarz-Weiß. Und dann sage ich, mach das doch mal ganz einfach, du diese komische Satzeinteilung und die Klammern einfach weglassen. Ja. Lies das, kannst dich erinnern. Ja. Lies es einfach, diese Einteilung kannst du weglassen, bemühe dich, lies das einfach in einem durch und dann wirst du merken, das, was dich jetzt verwirrt, ist eine unendliche Hilfe. Ich verweise hier nochmal auf das letzte Selbstgespräch und das vorhergehende Update, wo ich die Wörter ein bisschen genauer erkläre. Und das geht dann schon nur das Rot-Blau-Lesen. Ich verweise immer wieder nur auf Rot-Blau. Und eine kleine Tabelle zu lernen mit 22 Zeichen Rot-Blau, wenn du dort damit zum Spielen anfängst, kannst du ja das ständig verändern. Ja. Mhm. In dir. Mhm. Und das fördert einen Heilungsprozess. Das ist viel besser wie jegliche Medizin, wo du deinen Körper wieder gesund machen willst, was die totale Entheiligung ist. Mhm. Wenn ich weiß, was Heiligkeit ist, nochmal, am besten geht es deinen Körper, wenn du nicht an ihn denkst, dann ist er heil. Und wenn du jetzt an deinen Körper denkst und ich frage dich, hast du dich jetzt die ganze Zeit gesund oder krank gefühlt in Bezug auf deinen Körper, ist die Frage eigentlich schon blöd, weil dein Körper ja die ganze Zeit nicht da war. Mhm. Eventuell, jetzt haben wir natürlich ein Programm, aber es kann ja sein, dass du dir das jetzt anhörst und gnadenlos Zahnschmerzen hast, dass du gar nicht richtig konzentriert zuhören kannst, weil dir der Zahn so wehtut. Aber prinzipiell in dem Normalzustand, den Normalzustand, den du empfindest, wenn du an deinen Körper denkst, nennst du gesund. Aber das ist nicht heil. Heil ist er, wenn du ihn nicht denkst. Hm. Und dann kommt unser chronologisches Spiel, wo ich immer wieder sage, solange du was bekämpfst, zuerst musst du mal dich loslösen von einem unbewussten chronologischen Ding. Mhm. Weil sonst wirst du ganz gnadenlos mit meiner Bergpredigt zu tun haben.
Und dann kann ich jetzt dich nur darauf hinweisen, selig die, die jetzt krank sind, die hungern, die riesengroße Probleme haben. Ihr könnt sagen, selig die, die jetzt in der Finsternis leben. Bei denen wird es nämlich relativ schnell wieder hellbar. Es ist nicht aufzuhalten. Chronologisch denken, wenn es jetzt Nacht ist, ist das nächste, was kommt, wieder der Tag, normal gesprochen. Aber wehe die, denen es jetzt gut geht, die sich unheimlich doll und mächtig vorkommen, die gesund sind, die reich sind, die werden in eine absolute Finsternis fallen. Und das ist keine Drohung, es wird immer sich abwechseln, bis du anfängst, die Heiligkeit in dir zu suchen. Und es ist wurscht, ob du naturwissenschaftlich geistlos nachgiftes Geschwätz dir vorstellst, aufbaust in dir hier und jetzt, ob du religiöses Geschwätz, gleich welche Religion dir ausdenkst, oder esoterisches Geschwätz dir ausdenkst. Es sind alles tiefgläubige Materialisten. Die Figuren, die ich in dir auftauchen, das sind tiefgläubige Materialisten, unabhängig davon, was sie sagen. Das gilt auch für die guten Prediger. Aber genau genommen, jetzt gehe ich wieder rein, was sind die jetzt genau genommen? Es sind Informationen, es sind Gedanken, die in dem Moment existieren, wenn du sie denkst. Wir können jetzt einen Namen geben. Denk jetzt hier an den Egli, wo ich angesprochen habe, in den letzten Sätzen. Ohne dem Egli was vorzuwerfen. Wenn ich etwas vorwerfe, vor ihm hinwerfe, dann ist es dir. Alles, was in dir auftaucht, werfe ich vor dich hin, lass es dir selbst ausdenken, vor dich hinwerfen. Du hast keinen Einfluss drauf als Träumendergeist. Du bist der Einzige, den ich etwas vorwerfe. Wie lange müssen wir dieses scheißdrecks einseitige Spiel noch spielen, bis du anfängst, mir ganz genau und aufmerksam zuzuhören? Wie lange willst du das noch spielen? Uhr. Glaub mir, du ziehst den Kürzern. Ich rede jetzt mit dem UG und nicht mit dem Uhr. Ich rede mit dem Geist, der mich jetzt sprechen hört und nicht mit dem Gedanken, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist der Ruach, ist ja der Wind. Das ist der Geist. Und glaub mir, wenn du mir ans Bein pinkelst, du spuckst dir nur selbst ins Gesicht und du kannst dir nicht vorstellen, was ich für einen Gegenwind mache. Man kennt es immer bei Kreuzfahrten, wenn du seekrank wirst auf der Oberfläche. Oh. Und du musst kotzen. Ja. Du rennst an Deck. Achte bitte drauf, wo der Wind herkommt, aus welcher Richtung der Wind weht. Weil sonst kriegst du deine ganze Kotze voll selbst in die Fresse. Und die musst du dann wieder fressen. Immer und immer wieder. Es reicht nicht, wenn du alles, was ich dir sagst, aufnimmst. Du musst es auch verdauen, vollkommen restlos verdauen. Es muss eins werden wieder mit dir. Dann hast du es aufgenommen. Wenn du das immer wieder auskotzt und wenn das bloß ist, dass du was daher sapperst, es gibt ja auch viele, die sagen, ich habe Holo-Feeling verstanden. Das ist, es heißt nicht, dass man das nicht aussprechen darf. Beobachte dich, ob du es lebst. Mhm. Ob du es wirklich lebst. Und dann wirst du zu der Liebe. Und ein Ur kann gar nicht so hässlich gegenüber einem Udo sein, dass ich ihn nicht trotzdem lieben werde. Genau. Er wird den Kürzern ziehen in der Ewigkeit. Ich weiß, was Ewigkeit ist. Er weiß es nicht. Namen sind jetzt aus der Sport. Das Ur, dieses aufgespannte Intellekt steht für jeden Intellekt, für jedes Ani-Ich, für jeden Abi, für jeden Charakter. Ja. Das ist so weit weg, was ich dir erzähle, nicht nur vom intellektuellen Wissen her, auch von der Scheinheiligkeit deiner angeblichen Gurus und so weiter und so fort im Hintergrund. Ja. Mhm. Was man tut, tut man umsonst, wenn man das Prinzip verstanden hat. Was nicht heißt, wenn du die jetzt mit deiner Logik als Grundlogik an Udo ausdenkst, braucht der natürlich auch Geld zum Überleben, wenn der doch hier einkaufen geht. Ich gehe nicht einkaufen. Es taucht einfach in mir auf. Und materielle Sachen sind sowieso mir vollkommen gleichgültig. Und da will ich ja nichts verändern. Es gibt nichts, was ich an meiner Welt verändern will. Ich könnte mir jetzt auch sagen, ich muss mir als Udo, jetzt denke ich einmal in die Udo-Welt rein. Weißt du, wie viele tausende Mal ich das erzählt habe? Weißt du, wie oft ich das erzählt, wo du gar nicht mitkriegst, weil es nicht aufgenommen wird in meiner Welt? Genau. Blätter doch einfach einmal. Ich sage immer, Irene, glaube ich, du hast doch die gedruckten Versionen. Blätter doch das einfach mal durch und ich sage, du musst das alles schreiben. Weißt du, wie viele Sachen ich schreibe, wo du gar nicht siehst? Ja.
Nee, weiß ich nicht, Was, aber. wenn du bei mir bist, in meine Bücher reinschaust, wie die Anstrichen sind? Ja. Das ist ein Bruchteil von den Büchern, die ich habe. Ich weiß gar nicht, das Doppelte fast nochmal steht bei Leuten. Irgendwie darf ich das Buch mitnehmen, darf ich mir das genauer anschauen. Kann man das in einem normalen Leben eigentlich alles machen? Nein, nee, überhaupt nicht. Also irgendwann Nicht muss von doch dieser Welt. es muss Vor irgendwie allen Dingen, du was hast ja ganz noch anderes sein. gearbeitet, Ich sag doch, es ist ganz, die Wirklichkeit funktioniert ganz anders wie ne? Ja. deine derzeitiger geistlos nachgeäffter Schwamminhalt dir suggeriert, dir vorgaukelt. Ein Gauklerspiel. Ja. Und du bist der Einzige, der überbleiben wird von dem Spiel. Es wird nicht so jemand, den du dir ausdenkst, wird dabei überleben. Und ich sage jetzt eigentlich, das klingt jetzt wieder so hart, so herzlos. Nein, es ist doch schon wieder weg, wenn du es nicht denkst. Du musst dir da nicht den Kopf zerbrechen. Du zerbrichst ihn dir trotzdem laufen. Du brauchst ja deine Divisionen positiv, dass du was erleben Ja. kannst. Und jetzt ganz wichtig, dieser Satz, du spielst ganz normal deine Rolle. Mein Wunsch wäre, dass du bemüht bist, ständig, soweit es dir möglich ist, präsent dich selbst zu beobachten, wie du urteilst, wie du richtest und wie deine Urteile und Reaktionen ständig deine Informationen verändern. Dann wirst du merken, du bist dran schuld, wenn es dir scheiße geht. Selbst wenn du Zahnschmerzen hast, denkst du an deinen Körper. Du hättest prinzipiell die Freiheit, nicht an deinen Körper zu denken, aber nicht als träumender Geist. Ob ich jetzt sage, du bist ein Körper, oder ob du jetzt sagst, ich bin ein Körper oder ich bin ein träumender Geist, beides ist was Ausgedachtes, das immer nur existiert, wenn du es denkst. Das Clevere des Symbols ist, nicht mehr zu sagen, ich bin ein sterblicher Körper, ein vergänglicher Körper, sondern zu sagen, ich bin ein träumender Geist. Der kann nämlich nicht vergehen, weil er als Ding an sich ja eigentlich schon nichts ist. Ein Nichts, ein rot geschriebenes Nichts, das du dir vorstellst, aus dem alles entspringt, in dem sich alles abspielt. Und du hast die Rolle zu spielen. Und wenn dir jetzt was einfällt, dass du ihm was Gutes tun willst, dann tu ihm was Gutes. Wenn du eine Freude machen willst, dann mach es doch einfach. In unserem letzten Beispiel gesagt, ich finde, das solltest du dir überlegen, sagst du mal, warum mache ich das jetzt eigentlich und ob es sinnvoll ist, weil egal, wen du Freude machst, das ist ein Gedanke von dir. Aber wie sieht jetzt das aus, wenn ich sage, das ist ein Gedanke, den ich mir denke, der ist ja eigentlich auch ein Geist. Wenn ich jetzt an Udo denke und an die Irene denke, oder an die Ariane denke, dann weiß ich, dass wir drei ja derselbe Geist sind. Dann mache ich es eigentlich immer mir selber. Alles, was ich erkläre, erkläre ich ja jetzt nicht irgendeiner ausgedachten Person, sondern mir. Darum nenne ich das Selbstgespräche. Und dasselbe gilt jetzt auch, wenn ich an der Freude machen will, wenn ich an was Gutes tun will. Auf der unteren Ebene. Wir können das ja bloß in dieser Welt austauschen, wo was auftaucht, wo sich was austauscht. In unserer Heiligkeit ist eine extrem langweilige Sache. Wer will denn da hin, sage ich, wenn die sich in die Stille meditieren wollen, in die ewige Stille, da will doch keiner hin. Abgesehen davon kannst du Geist ja gar nicht dahin gehen, weil du da doch immer bist. Aber das, was wir erleben, ist es Tohuwabohu um uns herum. Aber das ist nichts. Tohuwabohu hast zweimal nichts. Das Chaos. Chaos ist nichts und alles gleichzeitig. Jetzt sind wir wieder bei Allah, Elle. Die Elle endlich, die Ella endlich. Welch ein Buch zum Lesen. Wie beginnt Ich bin du? Hier nach den ersten paar Seiten, ich bin nur ein kleines Buch. Was hast du jetzt vor dir? Ein paar Blätter, die mit Druckerfarbe vollgespritzt sind. Das Lebensbuch, das Buch des ewigen Lebens, das sind die Ohrenbohrungen. Das erst, wenn man diese Hintergründe zu verstehen beginnt, merkt man, was da außergewöhnlich ist an diesen Büchern, an den Ohrenbohrungen. Es ist außergewöhnliches Wissen. Können wir übrigens rot schreiben. Jetzt wird AUB verbunden. Schöpfung ist verbundene Polarität. AUB. Blau gelesen, die Schöpfung ist eine aufgespannte Polarität. Das ist die Beschwörungskunst. Ich muss nichts beschwören. GE Quadrat ist das Wohnlicht. Gewöhnlich. Ein außergewöhnliches Buch. Und du warst früher, wenn ich immer wieder gesagt habe, hier, wenn du ein außergewöhnlicher Mensch geworden bist, bist du für normale, normierte Menschen nicht mehr zurechnungsfähig. Dann bist du ein Verrückter. Papa schon.
Das ist immer wieder dieses große Spiel. Du musst zu einem außergewöhnlichen Menschen werden. Du musst in der Lage sein, außer deiner anerzogenen Gewohnheit zu denken. Sonst bist du wirklich bloß ein programmierter Zombie, ein reiner geistloser Mechanismus wie ein Computerprogramm. Wobei ich jetzt wiederum nicht sage, dass es was Schlechtes ist. Du brauchst dein Abi, dein Money-Ich, um Bilder aufschmeißen zu können. Und in dieser Kombination gibt es alles, was vollkommen neu ist. Und der Menschensohn macht alles vollkommen neu. Aber das mache ich erst, wenn der erste Himmel und die erste Erde, die du dir bisher ausgedacht hast, vergangen sind. Erst dann stille stehen wir die Zeit, weil ja das was mit Kreisen zu tun hat. Und dann ist auch dieser Zustand und das Meer wird nicht mehr sein. Das ist schlichtweg dann das erste Gebot, mach dir kein Bild von Gott, von El Hayom. Ein ausgedachtes Meer blau, das haben wir schon, wenn ich sage Wasserspiegel, unten das rote Wasser, oben das blaue. Die Nulllinie ist violett, purpur. Die geht dann hier los auf der Unterlinie bei der 6. Und dann geht es wieder in die 3. Die Farbkreise. Du merkst, Physik und alles greift ineinander. Es ist die Weltformel. Es ist die Weltformel. Wie Elet, der polare Rand, ist die Form von Gott, von El Hayom. Da muss ich Und auch das mal. ist ein Geschenk. Aber nicht für ein Ur oder irgendwelche anderen, die du dir ausdenkst. Nicht einmal für den Deppen, der jetzt vor dem Computer sitzt. Ja. Für den, der mich jetzt sprechen hört und der mir sein ganzes Vertrauen schenkt. Ansonsten wisst ihr, als Brösel-Udo verlange ich nichts. Im Gegenteil, ich sage immer wieder, lebe dein Leben ganz normal weiter. Und wenn du ein urein Arschloch bist, sei vielleicht ein Arschloch weiter. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es vergeht sowieso von selbst. Aber du wirst es nicht mehr können. Hör zu, Ur. Du wirst es nicht mehr können, weil du merkst, du tust dir bloß selber weh. Und was du zur Zeit getan hast, musstest du tun, weil ich es dir tun ließ, weil ich dir geistesfunk zeigen will, was ein Arschloch ist und was geistreiche Menschen sind. Rot gelesen. Da du ja alle Rollen selber spielen musst, das macht es aus. Der Geist vom Bücherregal muss alle Rollen spielen, alle Bücher lesen. Und das ist nur ein Bücherregal. Bücherregal ist wiederum ein Bücherregal aus einer riesengroßen Bibliothek. Und die riesengroße Bibliothek wiederum ist eine von unendlich vielen Bibliotheken. Und ganz am Anfang steht dann UBLJ. Das war Assi. Das bist du, weil du ich bist. Aber dann wird dir bewusst, wenn ich immer die Schimmelpilzkolonie anspreche, du bist ja bloß eine alleinzige Bildspore von einer Schimmelpilzkolonie. Das ist Basic-Logik. Man nennt sich Homo sapiens, vernunftbegabte Säugetier. Das sind Programme. Geist ist was ganz was anderes. Wir können natürlich die Vernunft natürlich dann auch Brot machen. Aber das ist keine Vielwisserei mehr. Das ist es ja. Eine Kollektion, in dem sich unheimlich viel befindet, das eigentlich verstanden ist. Verstehe es, kennst du es und du sagst ja. Weißt du es und du sagst ja. Heißt Sapo eine Erklär's mir. Seife? Erklär's mir. Seife? Seife heißt Sapo eine Seife? Auf Deutsch? Was? Sapo. Hängt davon ab, welche Sprache du benutzt. Aha. Aber da kannst du doch mal mit deinen Gedanken. Interessant ist nicht nur nachzuplappern, sondern sich inspirieren lassen. Das heißt, du holst was, du schaust was nach in dem Holo-Feeling-System und dann schaust du, was in dir auftaucht. Und das ist eine Reise. Jeder, der das macht, ich sage jetzt mal als Programme, eine Ariane, du kennst es, die Diana, allen voran, wenn die Bücher schreiben oder meine Schreibstifte im Allgemeinen, das fällt ihnen ja ein. Ja. Und du wirst jetzt immer schauen, rezitiere ich, keuche ich bloß wieder oder kriege ich neue Inspirationen dazu aus mir selbst? Wenn ich nur rumkotze, ständig rumkotze, was das für Deppen sind, die den Uder in den Arsch kriechen. Ich sage, die sind im Arsch. Im wahrsten Sinne des Wortes, die liegen in ihrer eigenen Scheiße. Alles spiegeln, immer wieder spiegeln. Bis in alle Ewigkeit. Bis du zur absoluten Liebe, allumfassende Liebe geworden bist. Ist es so schwer, einfach einmal den Mund zu halten? Was treibt dich? Ein Tier, ein wildes Tier in einem Käfig, in das es sich selber einsperrt. Und jetzt schließlich, ich bin du Quadrat.
Hast du Selbstgespräch? Ich habe schon längst die Tür aufgemacht, du bist bloß nicht raus. Du müsstest was dafür opfern, nämlich deinen momentanen Schwammenhalt, deinen Intellekt, deine Rechthaberei, deine Besserwisserei, deine Ängste, deine Überlebensängste. All das musst du opfern, wenn du auf die höhere Ebene willst, wenn du aus dem Käfig raus willst. Es ist so schwer zu verstehen, dass eine vergängliche Erscheinung keine Sicherheit für die Ewigkeit ist, ob das Geld ist, ob das ein Körper ist. Es wird dir wie Sand zwischen den, wie das Weltliche, Sand, Heul, wie das Weltliche zwischen den Fingern zerrinnen. Und mit Holofeeling passiert jetzt was Eigenartiges, dass die ganzen Weisheiten aller Religionen, wenn sie richtig übersetzt werden, wenn sie verstanden werden und immer dran denken, die Weltreligion ist der Materialismus. Ich sage immer wieder, nirgends wird es genauer beschrieben wie in den Physikbüchern und in den Chemiebüchern. Ich muss nur wissen, dass das symbolische Bilder sind. Der Materialismus hat es entheiligt. Er hat seinen eigenen Schriften komplett entheiligt. Durch geistlos vorgestelltes, ausgedachtes, immer mit der Erklärung, wir haben ja mit dem, was da außen ist, nichts zu tun. Es war ja schon da, bevor wir es gedacht haben. Das lass auf dich wirken. Das ist Materialismus. Drum ist auch ein ausgedachter Gott, ist ja nichts. Aber ausgedachte Sonne und Planeten, die sind was. Wer bestimmt das alles? Hast du das eine schon mal gesehen? Hast du das andere schon mal gesehen? Selbst die Sonne hast du noch nicht gesehen, weil wenn du was siehst, ist es einfach nur eine Scheibe, ein flackernder Bohrlämpchen auf deiner VR-Brille. Und sobald du dann irgendwie was Kugelähnliches siehst, auf einem Monitor ist sowieso alles flach. Das ist ein Photon. Ich zeige wieder meinen kleinen Professor. Ich liebe die ja, ich liebe ja meine Tierchen. Ich kann nicht oft genug sagen, mein Harry Lesch, mein Gassner, ich mag sie, die sind muffige Kerlchen. Können die jetzt auch ganz auf den Professoren reinstellen. Aber es sind das, was es sind. Es sind Gedanken. Es sind einfach nur Gedanken. Da gibt es nichts zum Retten und ich habe auch kein Bedürfnis, einen dieser Gedanken von irgendwas zu überzeugen. Sollte hinter diesen Gedanken, hinter diesen Geistesfunken ein Geist sein, jetzt hinter der Maske, hinter der Persona, wie ich das sage, dann wird bei Zeiten, bei denen schon Holofeeling auftauchen. Was übrigens bei vielen schon aufgetaucht ist. Große Problem ist, dass die nach ein paar Zeiten, wo sie gelesen haben, schon gewusst haben, dass das eh bloß religiöser Scheiß ist und haben es wieder weggeschmissen, wieder weggelegt. Ja. Ich reiche immer wieder meine Hand. Das Problem ist, die sehen das und wissen ja sofort mit ihrer eigenen Arroganz, dass das eh bloß religiöser Scheiß ist und klicken es wieder weg. Und darum sage ich, zähle ich die, die jetzt dann von denen, die ich mir jetzt ausdenke, wirklich bloß Gedanken sind. Die haben es eigentlich schon wieder geschafft, wenn ich sie nicht mehr denke. Aber wehe denen, die dann doch mich jetzt sprechen hören können, weil ein Geistesfunk im Hintergrund ist. Zeit spielt hier keine Rolle. Die kommen in den tausendjährigen Feuersee, die werden leiden, auf sich einprügeln und dann reiche ich ihnen wieder die Hand. Und wenn du willst, wiederhol mir das Infinitus bis in alle Ewigkeit, weil ich werde dich als großer Menschenfischer aus diesem Sündenpool aus Sodom und Gomorra rausziehen. Du kannst es ganz einfach haben, ohne irgendein Problem. Denk wieder an unseren Kreislauf. Du musst nicht gegen den Strom schwimmen, um zur Welle zu kommen. Du musst einfach los und dann kommst du dahin, wo du schon im Meer bist und wo du eigentlich herkommst. Und dann wieder zurückkehrst. Auf deinen Körper bezogen, vollkommen schmerzlos. Du denkst ihn, er taucht auf, du denkst ihn nicht mehr, fällt er wieder rein. Aber was ist jetzt mit dir, Geist selbst? Was verändert sich an dir? Was verändert sich an der 200 Gramm roten Gede? Absolut nichts. Was hat sich an dem Geist, der das jetzige Leben, das du lebst, durchlebt, der das, dieses Leben erlebt, das du zurzeit lebst? Was hat sich an dir selbst verändert? Nichts, ich weise da immer wieder drauf hin. Ob du dich jetzt an deinen Körper denkst oder du denkst dir jetzt, immer jetzt, wie du in die Schule gekommen bist, wie du aus der Schule rausgekommen bist. Du tauschst die Informationen aus. Was verändert sich an dem, der sich das ausdenkt und sich das anschaut? Nichts. Es wird nie aufhören. Es wird nie aufhören. Es wird aber bis in alle Ewigkeit wirst du immer als der wach werden. Das ist dieser kleine Satz, wo ich mit dem Ugo reingeschrieben habe. Können wir uns ganz kurz nochmal. Warte nochmal einen kleinen Moment. Weil das ist zurück. Skype.
So, pass auf, schauen wir uns das einmal an. Eine Demonstration von übermächtiger Liebe. Das ist das neue Selbstgespräch. Das ist also das Selbstgespräch, das ist drin. Das kann man ja anklicken. Das geht um die Liebe. Und dann mache ich hier nochmal UG ist verbundener Geist. Und UB ist verbundene Weisheit. Da haben wir dieses Selbstgespräch. Dann Messias ist Ugur bei mir. Udus Saat ist ein Nachäffen. Und ich schreibe jetzt hier, und Ursaat sind nur vergängliche Gedankenwellen, diese aufgespannte Berechnungen, über die, das ist das englische Wort die, sterben, ein bewusster Geist nur lachen wird. Wir öffnen. Wasserlachen ist das übrigens. Und dann kommt hier so eine Kleinigkeit, wenn wir Lachen uns anschauen, das ist das hebräische Wort für Melodie. ML heißt von Gott. Kommt die Ewigkeit, wenn wir das jetzt ganz rot lesen. 470 heißt der Zeuge bis Ewigkeit. Und IE schreiben wir ja, Gott. Das ist Lachen. Das heißt auch hier die Gnade, Hen ist die Gnade. Lachen bedeutet zu Liebreiz und Gnade werden. Da haben wir von Gott, ist jetzt diese aufgespannt kreisende Tai, sterben. Das heißt vertonen und komponieren. Und es ist ein Kurzwort, im Hebräischen gibt es Kurzwörter für Geheimwissenschaft. Geheim. Wissenschaft. Die göttliche Wortwissenschaft von UB 86 LHJ. Lass das auf dich wirken. Da steht ja so viel noch drin, was ich gar nicht mache. Dann macht die Diana was Schönes mit dem Namen 1131 UNKDEA. Ist somit die Ebene der einseitig logisch-materialistischen Weissagungen. Das ist die Chaldea. Jetzt haben wir hier, schreibt er was rein. Was ist Schrecklichter? Logisch berechnete Ecklichter, das sind meine Geistesfunken, jetzt ausgedachterweise blau gelesen, als tot zu sein. Bewusstsein ist nicht existierend. Ich UB werde es dir, Geistesfunken, sagen. Schrecklichter als tot ist, im ewigen Alltag ist heute, jeden Morgen. Wir schauen uns mal an, wieso ich das dahin gemacht habe. Weil morgen, das hebräische Wort für morgen, ist auch das Wort für Rindvieh. Für Ochsen. Hat dann auch mit dem Aleph was zu tun. Das ist aber dann der Stier. Man muss unterscheiden, was der Unterschied ist zwischen Stier und zwischen Ochsen. Aleph ist ja der Stier als Symbolik. Es Stier, ein raumzeitliches Stier oder ein bewusstes Stier, wenn ein Geistesfunken hinter der Maske, hinter der Person hängt. Und zwischen Ochsen. Das heißt, im ewigen heute, jeden Morgen, als ein Urrindvieh, berechnete Intellekt ist die existierende Öffnung und es ist ein Vieh und es ist aufgespannte Berechnung. Als ein Urrindvieh aufwachen zu müssen, für Ur kannst du jetzt deinen eigenen blauen Namen setzen, bis man sich in einem Bewusstsein alles Liebende, in einen bewussten, alles Liebenden UG, rot gelesen, verwandelt hat. In einem verbundenen Geist gewandelt. Alles, was ich denke, ich bin immer das Zentrum. Was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir, Querstrich dir, ausdenkst? Du selbst. Du denkst dir es doch aus, es kommt doch aus dir. Stimmt oder stimmt? Hier nur, dann hat er Liedchen reingestellt. Nein, alles ist okay. Schau immer auf die Zeit. Ich mache das um 9:31. Der Spiegel ist Gott. Der Spiegel ist nichts. Der Spiegel ist die 3:20. Da müsste ich jetzt kurz nochmal hochfahren, weil die 3:20 habe ich nämlich hier mit angezeigt. Pass auf, in dem Lied. Wenn ich das Lied anspiele, schau, dieses Lied starte ich bei 3:20 Sekunden ein. Schauen wir uns das ganz kurz an. Die 3:20 blau. Das ist zum einen ein Phantast und ein Träumer. Das ist immer drüben rechts die 3:20. Das heißt, Ur ist ein Träumer. Ist die aufgespannte Geist. Dann heißt es aber auch,
Die 23 blau ist ein G-Dir. G-E-Quadrat wird zu einem Dir. Ugu ist ein Raubtier, ein Beschwörungstier. Brutal, grausam, lebendig. Und das ist das alles Ausgedachte vergeht. Aber es wird so lange sein, solange du es denkst. Es gibt nichts Törichteres, wie mit aller Gewalt zu versuchen, seinen Säugetierkörper möglichst lange am Leben zu halten. Und dann kommt hier die Diestigkeit, der Dunst. Das heißt übrigens auch dein Aufblühen. Das Ab ist ja der Vorder oder dein Aufblühen. Jetzt ist es hier, heißt es hier, das, was du in dir aufwirbelst. Jetzt mache ich Au, B ist wir in Gott. Wir in UB 86 Allayom. Mhm. Und jetzt ist es interessant, ich kann hier dein Vorder lesen, Ab, Kaff am Ende, und ich kann dein Aufblühen lesen, das Kaff am Ende, und dann ist dieses AUB, ist UG, das ist der verbundene Geist, und das, was in dir aufblüht, ist deine aufgespannte Berechnung. Das ist 23. 23 ist übrigens auch hier unten. Ich will erzählen, mit deinem Deuten erklären, Deutsch erklären, anzeigen. Ich will dir zur Kenntnis bringen. Ich will zur Kenntnis bringen. Und ich, jetzt du, sollst anfangen, das Ganze zu leben. Loben. Lobend. Lobend erwähnen. Jetzt haben wir hier, schau, diese Radik selber, wenn du das jetzt schreibst, Tipp, UG ist der Schöpfergeist, der verbundene Geist, und Ur ist nur ein Flack, NUR, wissen wir, heißt ein flackerndes Licht, existierend, aufgespannte Berechnung heißt ein flackerndes Licht, eine intellektuell geöffnete Wahrnehmung. Also was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Mhm. Ein einfaches Spiel, an irgendein Tier. Es-Dir ist ein raumzeitliches Tier, eine Erscheinung. Nicht mehr, sondern viel weniger. Nicht mehr El-Hayom, sondern nur eine Welle, ein Spritzer, ein Dunst, ein Dampf, ein kleiner, ein verdampfender Tropfen im unendlichen Nichts, das man selbst ist. Ja, das ist nicht so wichtig. Ja. Wie ich die Grot geschrieben, ist man nur selbst. Nur man selbst ist wichtig, im Mittelpunkt. Ja. Wir in Gott, Wirbel, um uns herum ist der Sturm, stur. Die Sturen. Und ich sage immer, jetzt müssen wir immer wieder zerstrennen. Haben wir es nur mit einer KI zu tun? Bemühe dich nicht, einer geistlosen KI einen Gedanken einer existierenden Erscheinung zu erklären, dass sie nur deshalb ist, weil du sie jetzt ausdenkst. Also dir sollte klar sein, wenn wir jetzt so in dem Chat sind, jetzt die Geschichte mit dem Ugur, dass es nicht um den Gedanken Ugur geht. Weil ich erkläre es ja den, der sich den Ugur ausdenkt aufgrund von Worten oder jetzt aufgrund dieser Geräusche, die ihr hört, was ja auch nur Worte sind. Und wenn jetzt in dem Ugo, wenn der Geistesfunk ist und sagt, was denken dann die anderen von mir? Dann denkt er sich schon wieder Kisten aus, wo er sich was reindenkt. Das ist das Göttliche. Es kann keiner, den du denkst, anders sein, wie du in dir denkst. Es kann keiner irgendwas wissen in seinem Kopf, den du dir ausdenkst, wo irgendwas drin wäre, was nicht von dir kommt. Das ist immer wieder die Sache. Und wenn jetzt angeblich Gescheite, die ja so viel von Physik oder von Chemie oder von sonst was wissen, in dir auftauchen, das sind ausgedachte Kisten, wo du dir viel Fachwissen in einem Fachgebiet reindenkst, wo du im selben Augenblick dir einen denkst, dich selber, wo du sagst, ich habe ja keine Ahnung davon. Und du machst dich immer zum Deppen. Man kann sich sehr wohl das umdrehen, zu einem bewussten Joker, zu einem Narren machen, wie ich das mache. Ich bin bloß ein Narr, ein flackerndes Licht. Schön ist es, ein Narr zu sein. Ein Narr sagt Dankeschön. Und jetzt lassen wir es gut sein. Ja. Dankeschön. Gerne. Es geht wirklich nur um diese Wiederholungen. Gerne, ja. Danke. Bis gleich. Danke.